Dann stell dir eine simple Frage, weil das war eigentlich die Nein, nein, einzige nein, nein, Frage, nein, du warum ich stellst zu relevant. viele Fragen. Ja, Guck mal, okay. lass uns das Nein, nein, mal nein, nein, nein. lesen. Guck mal, Nein, er wir versucht lesen dich das gerade und zu dann kannst du retten. deine 1000 Fragen Ja, stellen. ich will nur eine Sache sagen, bevor wir das vorlesen, Er okay? versucht Nein, gerade wir nur lesen zu es jetzt retten. vor, Er versucht weil gerade nur zu du retten. kriegst 1000 Fragen. Guck mal. Guck mal, du hast vorhin gesagt, ich stell dir eine Frage. Dann habe ich Ja. gesagt, okay, du hast eine Aber Antwort bekommen. Du hast sogar eine was war meine perfekte Frage Antwort gewesen? bekommen. Was war meine Frage So, gewesen? jetzt lesen wir das hier und Bruder, er jetzt lenkt sagst du ab. wieder, ich habe noch mal eine Frage. So funktioniert Ja, das aber nicht. was war denn meine Frage gewesen? Oh Er mein wird Gott, ist das so dein lange Ernst? ablenken, bis du keine Sache mehr Du sagen lenkst kannst. so lange Er ab, wird jetzt Bruder. technisch. Bruder, du lenkst Er lenkt komplett ab, ab vom will Thema. jetzt nicht mehr und dann haut er ab. Ich hau ab. Also, Ich Angst. Meine Frage ja, ist nur, warum ihr du nicht tust mit so mir lange meine Frage ist ablenken, nur, das war was meine verstehen. Du Frage war tust nur so lange. gewesen, meine Frage war nur gewesen, warum ihr nicht mit Leuten live geht, wo ihr wisst, die haben Ja, Kontext. und danach hast du Das ist meine nur einzige noch Frage mal gewesen. 10 Fragen. Du selbst Dr. keine Scheren. Ahnung. Dr. Hast du Scheren, gerade, du Dr. hast Scheren, keine Ahnung. warte kurz, ich Leute. bin nur Warte für kurz, Flex hier, Leute. ich bin nicht für die anderen Leute hier. Beim Warte Respekt, kurz, warte Flex. kurz, warte kurz. Bruderherz, du hast gesagt, warum ich nicht Jojo. mit Leuten live gehe, die Ahnung haben. Ich habe dir vor 5 Minuten erklärt, dass ich mit Liebe zu Hadith geredet habe und der gelogen hat, ja, mit dem Matthäus-Vers, dass er gemeint hat, wir kriegen 100 Frauen, ja, im Himmel. Und da habe ich gesagt, damit das was ganz anderes gemeint, ja. Da drinnen wird ganz genau erklärt, dass wir die Gemeinde dort bekommen. Die Liebe wird ganz anders gegeben dort im Himmelreich. Weißt du, was ich meine? Das ist ganz klar. Das habe ich sogar mit ihm besprochen gehabt. Er wollte es ums Verrecken nicht verstehen. Und ich bin fest davon überzeugt, er hat es verstanden, aber er hat es einfach nur drehen wollen. Ja, und Nochmal. mit Liebe zu Hadith habe ich schon gesprochen, aber er lügt. Und ich kann mit einem Lügner nicht live gehen. Das Verstehe. funktioniert so nicht. Ich Verstehe. kann doch nicht mit jemandem live gehen, der Worte verdreht. Ich verstehe, was du Das meinst. geht nicht, Ja. Mann. Ich verstehe, was du Das meinst. funktioniert Er ist nicht. ein Lügner. Ja, ich verstehe, Er was du ist meinst. ein richtiger Lügner. Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Er ist Fall. ein Lügner. Die Er Sachen sagt, es ist versuchen schlimm, wir wenn er eine eine Lüge Lüge zu sagt. retten. Die Sachen So, versuchen. und jetzt bitte lesen wir. Wir lesen jetzt bitte. Okay, kann einer vorlesen, Guck weil mal, bei mir ja, ist die, bei mir ist die Qualität ist. Ja, Usman, du ja. hast ja schon, Usman, du hast ja schon angefangen. Es wäre eine Ehre, den Ersan zu sagen, als Schwarzer. Ja. Weißt du denn überhaupt, was der Ersan aussagt? Schau, was hier Der steht. Adan. Anas bin Malik, warte kurz, weil es verschwimmt, sobald ich meinen Finger drüber fahre. Deswegen nehme ich mir ganz kurz eine Fliegenpeitsche. Auch Kann mal einer was das anderes. vorlesen, weil Also, meine die Qualität bei mir Anas ist ein bin bisschen Malik. am Leggen. Ich lese es doch. Anas bin Malik. Wann immer der Prophet mit uns auszog, Allahs gegen Nationen zu, ohne die Kleines, dies kann nicht bis zum Morgen greifen. Und als er verfallen sein, wenn er ein Hahn, warte mal ganz kurz, diese Übersetzung ist ja horrible. Ich lasse es hier, warte. So, da ist besser übersetzt. So. Anas bin Malik sagte, wann immer der Prophet mit uns ausging, um in Allahs Sache gegen jeden zu kämpfen, Nationen, er erlaubte uns nie, bis zum Morgen anzugreifen. Und er würde warten und sehen, wenn er Ersan hörte. Er würde Angriff verschieben. Also wenn er den Ersan hört, würde er den Angriff verschieben. Und wenn er Ersan nicht hören würde, würde er sie angreifen. Anas fügte hinzu, wir erreichten Khaybar nachts und am Morgen, als er den Ersan für das Gebet nicht hörte. Die Propheten ritt und ich ritt hinter Abu Talha und mein Fuß berührte den des Propheten. Die Einwohner von Khaybar kamen mit ihren Körben und Spaten heraus, und als sie den Propheten sahen, riefen sie Mohammed von Allah, Mohammed von seiner Armee. Als Allahs Gesandter sie sah, sagte er: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khaybar ist ruiniert. Wann immer wir uns einer feindlichen Nation zum Kampf, dann wird das Böse der Gewarnenden sein. Also, dieser Ersan wurde auch als Schlachtruf genutzt. Er war vor den Dörfern morgens und wenn kein Ersan war, hat er die Dörfer angegriffen. Und wir wissen, was in Genau. Khaybar passiert ist. Es wurden 600 bis 900 Juden geköpft, Okay, mein Freund. kann ich jetzt eine Also, Frage so stellen? viel zu deiner Ehre, so Okay, viel, war mal ganz kurz. So viel zu deiner, warte doch mal kurz, da, so viel zu deiner Ehre des Ersan-Aufrufens. Wenn das für dich eine Ehre ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann mal weiter zu den interpretierst es anderen Sachen, falsch. was wir Das ist gesagt. das Meine Lustige. Du Güte, interpretierst warte es doch falsch. kurz, Mann. Du interpretierst es Was wir falsch. interpretieren? Ich hab's Geh gelesen. doch mal zurück auf den Text und red bitte nicht so aggressiv mit mir. Ich bin ein jugendlicher Junge, du bist ein erwachsener Mann vor einem PC. Bitte schrei nicht. Geh mal zurück zum Text.
Ich habe es dir gelesen. Was ist los mit dir? Ich habe es gelesen. Ja, hä? Darf ich das nicht interpretieren, so wie ich das aufnehme? Oder warum bin ich überhaupt noch drinne? Ja, okay, Hade, hier. Interpretier was Falsches rein, bitteschön. Okay, genau. Also, der Gebetsrufer, also der Adhan ist der Gebetsruf, genau. Aber, und hier siehst du ja, wie das, dass die eigentlich kämpfen sollten, aber wenn der Adhan kommt, verschieben sie das Kämpfen und beten. Oder nicht? Oder wie verstehst du das? Oder wie verstehst du das? Genau so habe ich es vorgelesen. Genau so hast du es verstanden. Okay, das heißt also, der Adhan verschiebt das Kämpfen, um zum Gebet zu gehen. Ja oder nein? Mohammed hat gesehen, wenn ein Adhan ausgerufen worden ist, hat er das Dorf nicht angegriffen, weil er gesehen hat, dass es Muslime waren. Wenn der Adhan nicht ausgerufen worden ist, hat er gesehen, dass es keine Muslime waren und hat deswegen Khaybar angegriffen. Und wir wissen alle, was in Khaybar passiert ist. 600 bis 900 Juden wurden dort geköpft. Aber sie, warte mal, ich weiß, ob sie dich gerade siezen oder duzen, weil ich will respektvoll bleiben. Wie war es denn zu der Zeit der Kreuzzügen? Christliche Kreuzzüge. Wie war es zu der Zeit? Okay, geh mal auf die Kreuzzüge ein, bitteschön. Haben die Christen keine Menschen dann getötet, um ihre Religion durchzusetzen? Hier, bitteschön. Geh mal auf die Kreuzzüge ein. Du wolltest es ja nicht gesagt. Bitteschön, Kreuzzüge. Darfst du ausreden? Und haben nicht gesagt, dass du im Namen Gottes... Kreuzzüge, bitteschön. Und haben nicht gesagt, dass du im Namen Gottes... Im Jahre 1095 wurde der erste Kreuzzug ausgesandt. Nach 500 Jahren muslimischer Angriffe, 460 Jahre nachdem die erste christliche Stadt überrannt worden ist, 457 Jahre nachdem Jerusalem eingenommen wurde, 453 Jahre nachdem Ägypten eingenommen wurde, 443 Jahre nachdem Italien geplündert wurde, 427 Jahre nachdem Konstantinopel erste Mal belagert wurde, 380 Jahre nachdem Spanien erobert wurde. Danach haben sie ja Spanien wieder befreit. Und was feiern die heute? Die Reconquista, die Rückeroberung des Landes. 363 Jahre nachdem Frankreich attackiert worden ist. Das ist alles passiert, bevor der erste Kreuzzug überhaupt vonstatten ging. Das tut ihr alles schön ignorieren. Der Kreuzzug war ein Verteidigungskreuzzug. Es gab nur 5 Stück. Okay. Ja, bitte. Okay, jetzt wieder kurz zu dem Text, den du gezeigt hast. Nein, du stellst zu viele Fragen. Jetzt gehen wir zu den rassistischen Sachen über. Das, was dir Flex vorhin gezeigt hatte, werde ich dir jetzt zeigen. Mal sehen, wie du das hier erklärst jetzt gleich. Wieso darf ich nicht zurückreden? Geh doch mal kurz auf den Text. Bitte. Wo hast du gerade mit dem Text, den du mir vorhin gezeigt bitte hast, les. Womit hast du die Ehre von dem Adhan irgendwie niedriger gemacht? Ganz cool. Was für Ehre, Mann, ist das Ehre? Ich muss kurz alle kurz stummen. Da ist einer, der heißt Don. Da gibt's einen Don hier drinne. Das muss ich leider mal ein bisschen bloßstellen. Der schreibt, Flex heißt in Wirklichkeit El Safi. Also, es war mal ein El Safi. Ja, es war mal ein El Safi. Also ganz ehrlich, ich habe gar kein Interesse an einem El Safi. Ja, die Zeiten ändern sich einfach mal. El Safi war mal, Leute. El Safi war mal. Bruder, ja, das will ich mal geklärt haben hier. Ja, und nicht hier mit irgendein Perkins Park, Arbeiter oder was auch immer. An dem Scheiß bin ich nicht interessiert, okay, Mr. Don, wer auch immer da hinter diesem Profil steckt, ganz ehrlich, fahr zur Hölle, Mann. Simple and easy. Fahr zur Hölle, Mann. Simple and easy. Bruder, er ist weggerannt. Wenn euch das so triggert, warum kommt ihr überhaupt hier rein, Mann? Bleibt doch einfach weg. Ihr müsst doch diesen Channel gar nicht betreten. Wozu? Warum? Ja, jetzt. Ich verabschiede mich ganz kurz. Mein Baby macht jetzt Mittagsschläfchen und da muss ich mein ganzes Herz reinlegen. Wir hören uns später irgendwann, ja? Mach das. Du bist eine gute Mutter. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wann bist du wieder da? Das ist davon abhängig, wie schnell der schlafen möchte. Ich muss nirgendwo hin wegrennen, Islam, weil ich bin Atheistin. Mit mir willst du gar nicht erst diskutieren. Deswegen, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und Flex, wir hören uns, ne? Ja, wir hören uns.
Mach's gut, Check. Abu, Check. Abu, nur die Leute stummen, wenn sie beleidigen. Ne, Abu, nicht einfach stummen, wenn sie nicht beleidigt haben, Leute. Genau. Bruderherz, Dr. weggerannt. Nee, er ist eigentlich ist er nicht weggerannt. Der ist, glaube ich, einfach rausgegangen, oder? Ich weiß es ja, jetzt nicht. Dann soll er wieder kommen. Okay. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal den hier hoch. Der hat auch eine Anfrage geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Das nimmst du hin, Jangus, dass so über deine Rasse geredet wird? Das ist der Gott, den du für dich ausgesucht hast? Schande über dich. Oh nee, nicht der schon wieder. Ich hoffe, er kann heute normal reden. Hallo, hört ihr mich? Hallo, Flex, hallo. Hallo? Man hört dich. Jetzt, man hört dich, jetzt. Ja, genau, Flex, ich habe jetzt vor ein paar Tagen bei Löwenherz ein, zwei Sachen gehört gehabt und dazu hätte ich ein paar Fragen. Es geht um die Scharia. Mhm. Und zwar habt ihr ja darüber gesprochen, dass wenn ein Moslem aus dem Islam treten möchte, dass er Nackenmassage bekommt. Das war's gewesen, ne? Du meinst jetzt, dein Prophet hat den Befehl gegeben, jemand, der aus der Religion austreten tut, genau, der kriegt eine Nackentherapie, richtig? Genau, aber es geht jetzt um die Scharia jetzt. Wenn die Scharia... Okay. Und wenn ein Moslem da aus dem Islam austreten möchte, was da passiert, ne? Nackentherapie, genau, das ist das, was dein Prophet sagt. Genau, wenn einer die Religion verlässt, der kriegt eine Nackentherapie, richtig. Genau, kannst du uns auch mehr ins Detail geben diesbezüglich? Also wie läuft das ab? Wird er dann irgendwie, wenn er sagt, ich trete jetzt aus dem Islam aus, wird dann direkt irgendwie Nackenmassage bekommen oder wie läuft das ab? Das habe ich doch die Tage doch schon längst erklärt. Warum muss ich mich denn nochmal erklären? Nein, aber ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass direkt gesagt wird, ja, wenn ein Moslem aus dem Islam austritt, dann wird der geköpft. Aber warum geht man da nicht mehr ins Detail rein und erklärt genau, wie es passiert? Und meine Frage diesbezüglich nochmal, dürfen Juden und Christen in Scharia, also da, wo Scharia herrscht, leben? Hm. Warte kurz. So, ich habe diesbezüglich, ich glaube vorgestern oder ich weiß nicht wann das war, ich glaube das müsste vor 2 Tagen sein, habe ich die Leute gesagt, das ist ganz klar ein Hadith, der erklärt, dass wer seine Religion verlässt, der eine Nackentherapie bekommt. Da hatten wir einen gehabt, der heißt irgendwie Isam oder Sam oder Samsam, keine Ahnung wie der heißt, kam dann hoch und hat dann irgendwie aus seinem Mund philosophiert. Dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, bevor du hier philosophierst, bring mir eine Quelle, die das erklärt. Bis heute habe ich noch keine Quelle bekommen. Ein Tafsir. Er soll mir ein Tafsir bringen, warum Mohammed diesen Befehl gibt, sagen wir mal, eine Nackentherapie zu geben. Ja, weil jemand, der seine Religion ja verlässt, der muss eine Nackentherapie kriegen. Er muss keine Nackentherapie bekommen.
Komm, wenn Bruder, dann... mach mich einfach groß, ich habe gerade die Quelle eingeblendet. Ja, aber ganz kurz, aber Flex, guck mal, ich finde es schön, dass du die Informationen gibst. Ich lerne ja auch viel von dir und auch an die ganzen Zuschauer. Wenn hier etwas gesagt wird, ich recherchiere nochmal nach, geh, und frage, ob es wirklich auch der Wahrheit entspricht. Flex, okay. Du bringst es gerade so rüber, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal aus dem Islam austreten, dass ich direkt geköpft werde. So kommt es rüber, wenn du es sagst. Aber so ist es doch nicht, oder? Okay, wenn ich jetzt dann nimm mal bitte einen Stift oder nimm mal bitte kurz dein Buch, wenn du ein, wenn du, hast du Hadithe da, hast du Sahih da? Ich würde nachschlagen, okay, aber ich höre dir zu. Okay, Sunan An-Nasai, Sunan An-Nasai, Sunan und dann An, Minusstrich, Nasai, 4-0. Mach doch einfach groß. Ja, Bruder, ich kann Quellen. Das. Ich habe hier alle 15 Quellen. Okay, Bruder, dann schlag mal bitte den Sunan An-Nasai auf, dass er das gleich auch aufnehmen kann. Die sind alle offen, alle offen. Okay, also, yalla, ich mach dich groß, Bruder, jetzt. Bitte? Ich mach dich groß, Bruder, jetzt. Hä, warum ist schwarz? Warte kurz, ich muss Kamera drehen. Da, alle Quellen dazu, bitte schön. Genau, aber ich brauche den 4064. Hast du den da? Ja, doch, du hast den da sogar. Ja, du hast den da. Ich habe alle da, die wo das besagen, aber ich habe aufgehört irgendwann, weil es viel zu viele sind. Ich habe 15 Stück, die das besagen. Schlag mal bitte 4064 auf, Bruderherz, bitte. 4064, bitte. Und die Leute, die hier mit diesen El Safi kommen oder so, ganz ehrlich, zur Hölle mit euch. Sag euch, wenn ich euch irgendwo noch sehe, ich sag euch ganz ehrlich, Mann, rennt so schnell wie ihr könnt. Entweder ihr habt mich in einem falschen Tag erwischt oder ihr habt ein Riesenproblem mit mir. Rennt, solange ihr könnt. Rennt. Lex, hörst du mich? Ja. Guck mal, ich möchte, wie gesagt, von dir nochmal ein bisschen lernen. Ist es denn nicht so, dass man 3 Tage Zeit hat, bevor man Nackenmassage bekommt? Ja, das kommt, du hast 3 Tage Zeit. Ja, das stimmt. Das habe ich, das weiß ich auch. Aber ganz ehrlich, warum sollte man jemand, sagen wir mal, Bruder, er bringt umbringen. Da was durcheinander. Bruder, er bringt ja, da was durcheinander. Es sind 3 Tage Zeit, die du bekommst, wenn du aufhörst zu beten. Wie wenn ich Jetzt, okay. Okay. Mette, eine ganz andere Frage. Und zwar, mich interessiert eine Sache. Warum kriegt jemand die Todesstrafe, wenn er seine Religion verlässt? Warum? Warum sagt der Prophet, einer der beste Mensch, der gesandt worden ist, ja, von Gott, warum gibt er so einen Tötungsbefehl raus? Warum? Also ich habe mir das jetzt so erklären lassen von Leuten, jemand, der den Islam aus der Islam austritt, aber trotzdem in der Scharia noch in einem Land leben möchte, der in der Scharia lebt, der wird auch dementsprechend sich benehmen, ne? Bruderherz. Also, Juden und Christen dürfen ja in diesem Land leben unter bestimmten Voraussetzungen. Warum darf denn nicht jemand leben, der aus dem Islam austritt? Bruderherz, nochmal. So Menschen sein werden wie Ex-Moslem und andere, die auch andere dazu anstiften werden, aus dem Islam auszutreten. Und das Bruder, was sind denn diese kurz. Bestimmten Voraussetzungen? Warte kurz, Dr. Sheikh. Mette, Bruderherz, bitte, Bruderherz. Ibn Abbas sagte, der Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer auch immer seine Religion wechselt, Nackentherapie. Das ist ganz klare Aussage, da kann man nicht philosophieren. Und wenn jemand philosophiert, Mette, sagt dieser Person, der da philosophiert hat, er soll dir ein Tafsir geben, der das erklärt, warum Mohammed diesen Befehl gibt, jemanden den Kopf, ja, eine Nackentherapie zu geben. Wie gesagt, warum? Ich brauche ein Tafsir, der das erklärt. Weil das ist eine klipp und klare Aussage. Da kann man nicht sagen, nein, das ist nicht so. Hast schon recht, aber warum habe ich denn 3 Tage Zeit? Warum darf ich nicht dann nicht direkt irgendwie Nackenmassage geben? Ging es nicht um den Gebet, Dr. Ja. Schiff? Genau. Er versteht da was falsch. Ja, das habe ich auch schon gemerkt jetzt gerade. Aber okay, das ist nicht so schlimm. Ich möchte nur wissen. Guck mal, ich finde es einfach nur traurig,
so wie es sagt, kommt es darüber, als wenn ich jetzt aus dem Islam austrete in der Scharia, dass ich dann direkt irgendwie geköpft werde. Wenn ich aber das Land verlasse... Bruder, Mette. Verfolgt, sorry, wenn ich das sagen muss, Mette. Ja, wenn bitte. wenn du den Islam in, sagen wir mal, in arabischen Ländern zu 100% auslebst, dann hast du ein Riesenproblem, wenn du es verlässt. Ja, du hast ein Riesenproblem. Du hast ein Riesenproblem sogar. Ja. Ein Riesenproblem. Bruder, du bist in Deutschland. Bist du gerade in Deutschland? Ja, oder? In Deutschland, ja. Also, siehst du, du kannst dich hier noch frei bewegen. Hier ist alles okay. Aber da oben, da gibt es keinen mit. Du kannst einfach so austreten. Sowas gibt es nicht. Christen werden verfolgt. Hast du das mal in Pakistan gesehen? Wie Christen verfolgt werden. Die werden gemetzelt wie Spaghetti. Wie Spaghetti. Guck, christliche Gebäude werden zertrümmert. In den Gräbern wird gepullert, gepinkelt. Wie respektlos, Mann. Nein. Schön ist es nicht. Sorry. Das ist nicht cool. Okay. Und deswegen unterstütze ich das nicht. Und deswegen, ganz ehrlich, nein. Ich habe verstanden. Ich habe jetzt auch beantwortet bekommen. Meine Frage und ja, ich bilde mir da meine eigene Meinung. Das war eine Sache gewesen, aber danke erstmal fürs Antworten. Und ich darf ich noch was fragen? Es geht um noch eine Hadith und da ging es ja darum, dass es heißt, es wird eine Zeit kommen, wo sich Muslime und Juden sich bekriegen werden und das Bäume. Das hat doch schon längst angefangen. Das sehen wir doch jetzt schon. Aber genau, warum spricht man da nicht von einer, also kurz vor Weltuntergang, also das, wo die Welt nicht mehr existieren wird? Das weiß nur Gott, aber wir gehen in dieser Richtung schon fast, ja genau. Okay, das heißt, also man heißt, es werden sich bekriegen, also du siehst den Kampf zwischen Hamas und Israel gerade als einen Krieg. Naja, wenn du so siehst, das ist eigentlich ein Krieg, ja. Aber guck mal, Bruderherz, ich würde dir einfach sagen, guck mal, mach dir bitte Gedanken. Keiner sagt dir, dass du konvertieren sollst. Keiner sagt dir, dass du, keine Ahnung, eine Religion verlassen sollst. Aber bitte kenne deine Religion. Du musst deine Religion kennen. Du musst wissen, was du da anbetest. Du musst wissen... gemacht. Danke dafür erstmal. Weil, wie gesagt, genau. Ich habe es ja auch schlau gemacht, nachdem ich es gesagt habe. Weil es hieß so, wenn Juden sich hinter Bäume und Stein verstecken, dann wird es... Und da habe ich mich schlau gemacht, dann hieß es, es ist nicht aktuelle Zeit, sondern kurz vor Weltuntergang. Das muss man ja, glaube ich, auch nochmal genau sagen, so, weil man versteht das falsch. Weil ich denke mir, ich bin als Moslem, so, ich höre nur das eine Sache, es kommen Leute, die kommen neuen rein. Und man muss ja mal, wie gesagt, aus dem Kontext und es genau sagen, damit man es versteht. Guck mal, Mette, darf ich dir was sagen, Mette? Ja, bitte. Ich sag dir mal eine Sache und nimm das bitte als Liebe mit, was ich dir sage. Mir geht es nicht darum, dass ich Moslems nicht leiden kann. Bruder Herz, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich sag dir ganz ehrlich. Aber die Lehre, die gefällt mir nicht. Die Lehre, die dahinter steckt und was da drinnen steht, das gefällt mir nicht. Und das kläre ich auf. Mit dir als Mensch persönlich habe ich kein Problem. Aber hier ist eine falsche Lehre, die nach draußen geht. Und das geht nicht, Bruder Herz. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Und ich will dir nur ganz klipp und klar sagen, Bruder Herz, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber diese Lehre, sorry, das kann man nicht annehmen. Das geht nicht. Das geht nicht. Alles klar, Flex, ich danke, dass du mich hochgeholt hast und dein Problem, Bruder Herz. Antwort hast. Und ja, vielleicht kann du bist respektvoll. Ich finde das gut, Mette. Du bist hochgekommen. Du bist sehr respektvoll. Du bist nicht wie die anderen, die da unten bellen und schreien und du bist sehr respektvoller Moslem, Bruder. Und dafür respektiere ich dich. Ich gebe es dir zehnfach sogar zurück. Genau. Dafür, dass du schon respektvoll bist. Das finde ich schon mal gut. Ich würde zum Schluss auch noch was sagen an die ganzen Zuschauer. Also ich höre mir gerne solche Gespräche an und wenn, wie gesagt, zwei Leute auch Ahnung haben und respektvoll und auch alle Moslems, wenn die jetzt hier hochkommen, bitte, bitte bleibt sachlich, auch mit Quellen und sehr ruhig. So viele sind halt sehr emotional und da bin ich auch als Zuschauer dann immer verärgert, weil bitte kommt einfach hoch, bleibt sachlich, egal von welcher Seite und dann macht es auch Spaß zuzuhören. Und ich wünsche dann noch einen schönen Abend. Und ich dann wünschen weiter. Wir dir auch, mein Lieber. Wünschen wir dir auch. Also, ciao, danke. Vielleicht darf ich vielleicht kurz auf was eingehen, was in den Kommentaren jetzt öfter schon gesagt worden ist. Boah, jetzt wird öfter schon in den Kommentaren gesagt, dass ich zu Hamdi gehen soll und was weiß ich was. Schaut mal,
Hamdi ist einmal in einen Livestream reingeplatzt, hat mich dort sensationell zu einer Debatte herausgefordert, okay? Ich bin dorthin gegangen, ich habe das Thema mit ihm gemacht. Er, während ich das Thema gemacht habe, er hat gesagt, eins gegen eins, ihr wisst ja, wir haben die eins gegen eins durchbärdigen machen, wisst ihr, wie er. Ja, ja. Dann gehe ich dort rein, auf einmal bin ich alleine mit 6 Muslimen. Ich komme nicht zu Wort. Ich sage, ich bin hier nur für Hamdi. Die ganze Zeit reden alle Leute rein. Dann bringe ich, kann ich nicht mal mein Argument bringen, ohne dass jemand was dazwischen quatscht. Und dann schmeißt er mich runter und denkt, er hat mich widerlegt. Dabei hat er sich selber widerlegt. Der Typ hat klipp und klar Angst. Klipp und klar Angst. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, das liegt einfach daran, weil er genau weiß, dass sobald du auspackst mit den ganzen Hadithen, nimmst du ihn komplett hops und deswegen hat er dich rausgeschmissen. Das ist schon mal Fakt. Ja, hat mich sofort rausgeschmissen, weil er Angst hat. Und jetzt zu Senat. Senat ist das zweite gewesen. Ich habe aus Spaß die Sure Talaq falsch aufgesagt. Guck mal, was er gemacht hat. Egal, ich gehe jetzt nicht auf seinen Kanal. Er hat das aufgenommen und er hat das veröffentlicht, wo ich Sure Talaq absichtlich falsch aufgesagt habe. Ich habe unten in seine Kommentare geschrieben, hey, dir ist schon klar, dass ich das ironisch gemeint habe. Dann kommt er in mein, dann kommt er in mein Stream rein, dann sage ich, ich mache mit ihm einen Deal, wie ein Mann. Wenn ich das jetzt richtig aufsage, löschst du das dann? Er sagt, ja. Habe ich richtig aufgesagt? Hat er es gelöscht? Nein, hat er nicht. Was hat er oben drauf gemacht? Hat sich aus unserer Debatte, die wir halten wollten, hat er sich rausgezogen wie ein Lügner. Ja, weil er ein Jahil ist. Er ist ein Jahil. Er kann nur schreien. Er hat die Debatte nicht angenommen, hat das Video nicht gelöscht wie ein Lügner. Obendrauf hat er mir folgende Frage gestellt. Nachdem er gesehen hat, ich kann die ganzen Suren, hat er mich folgende Frage gestellt. Was ist bei dir falsch gelaufen, dass Allah dich aus unserer Religion rausgezogen hat? Und dann habe ich ihm einen Hadith gezeigt, wo Allah selber zeigt, dass er mich in die Irre führen wird und aus dem Islam rausziehen wird. Daraufhin konnte er keine Antwort mehr, hat sich auch aus dieser Unterhaltung rausgezogen und ist abgehauen. Also Senat, du bist in meinen Augen unten durch. Du bist ein Lügner, nicht mal auf meinem Level. Geh dich weiter von Shia Hamza beerdigen lassen. Alles gut, Bruderherz. Reg dich nicht so auf. Es ist halt schon passiert. Aber ich habe euch schon mal gesagt, Leute, bietet diesen Menschen keine Bühne, Mann. Bietet denen keine Plattform. Denn wir wissen, Hamdi schreit nur rum. Er lässt keinen zu Worten kommen, zumindest der war jetzt schon 3-4 Mal bei mir. Er schreit nur, regt sich auf und nee. Bruder, übrigens haben die zugegeben, dass sein Prophet besoffen war in einer Debatte mit mir. Ja, passt, egal, nicht so schlimm. Ja, Dr. Sheikh, dann stumm dich ganz kurz, lass deine Hadithe schon mal bereit, falls was ist. Wie gesagt, ich kenne selber die ganzen Hadithe da, die du hast. Stumm dich nur ganz kurz, Bruderherz. King Uso, erstmal Servus, was kann ich denn für dich tun, mein Lieber? Wir sagen nicht Servus, wir sagen Salam Aleikum, Bruder, erstmal. Salam Aleikum, okay, finde ich gut, du begrüßt anständig. Aleikum Salam. Ja. Guck mal, Bruder, ich habe euch jetzt so ungefähr eine halbe Stunde zugeguckt und zugehört. Na, Bruder, ist alles gut mit deiner Stimme, weil du hörst dich krank an ein bisschen. Bist du erkältet? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, Bruder. Gute Besserung. Danke erstmal, danke. Ja, okay. Bruder, bist du Moslem oder bist du Christ? Nach was sehe ich denn aus? Bruder, du siehst für mich wie ein Mensch aus. Egal welche Schaumfarbe du hast. Ja, das ich sowieso. Ich bin Christ. Schön, freut mich für dich, Wallah. Ja. Ja, aber Bruder, guck mal, ich sag dir jetzt wirklich im Guten, im Herzen. Und ich bin selber mit 10 Jahren mit christlichen Büchern, ich habe die gelesen, über Daniel, über Jesus. Und Jesus sowieso, auch als Moslem, gerade Jesus gehört zu einem meiner Lieblingspropheten, neben Mohammed. Warum, Bruder? Weil er, wie viele Christen sagen, er ist die Liebe, die Wahrheit, bla bla bla, ne?
Er hat den Menschen, wie auch Mohammed, den Menschen so viel Liebe gezeigt, so viel Nächstenliebe. Verstehst du? Weil, ja, und warum macht er das? Warum hat Gott zum Beispiel Mohammed ausgewählt? Warum hat er Jesus ausgewählt? Weil er wusste, wem er gewählt hat, um die Menschen zu führen. Mhm. Er hat da nicht irgendeinen Junkie ausgewählt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Gott wusste, was er macht. Er ist der Allwissende, der Allhabende über alles. Und darf ich dir was sagen, King Hüsso? Bitte, Bruder. Sehr schön, danke. Also, falls ich zu Worten kommen darf, du bist, wie gesagt, du bist sehr, sehr respektvoll, das ist sehr, sehr gut. Es gibt ganz, ganz viele... Noch bin ich jetzt, Bruder, weil ich kann auch anders. Verstehst du, Bruder, ich kann auch anders. Ich bin ja respektvoll gegenüber dir, gibt's ja ganz gut. Ja. Ja. Guck mal, King Hüsso. Ich respektiere deine Sicht. Ja, und als Mensch liebe ich dich, gar keine Frage, ja, ich sehe dich auch als Mensch wie mein Bruder, aber ich respektiere oder ich kann deinen Glauben nicht akzeptieren, weil es eine falsche Lehre ist, nach meiner Sicht aus. Jeder hat seine Sicht, aber guck mal. Okay, warte, Bruder, du sagst eine falsche Lehre, von welcher, keine Ahnung, was hier jetzt da aufschreibt. Bruder, Wallah, ich bin Schiite, ich gehe nicht nach irgendwelchen Hadithen oder sonstiges. Ich habe so ein Mindset, wo ich mich... Warte mal, bist du Schia? Ja. Ja, Bruder, den brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Bruder, dann bist du willkommen, weil ich weiß, dass du als Schia die Hadithe gar nicht akzeptierst. Ihr habt ja ganz andere Hadithe. Ja, Bruder, guck mal. Ja, also, Bruder, den hat es sich erledigt. Alles gut. Ich will euch ja eine kleine Message hinterlassen. Für die Leute, die hier ständig debattieren hin und her, irgendwelche Webseiten, die jeder x-beliebige Webmaster umschreiben kann. Verstehst du? Oder Bibelzitate, kann man auch im Internet. Bruder, Internet gab es ja nicht für 1400 Jahren. Verstehst du? Das kann sonst irgendein hirnverbrannter Christ umgeschrieben haben. Wer gibt dir die Garantie, dass das genau vor 1400 Jahren von dem und dem und dem hier gesagt wurde, von Mohammed, von Jesus? Wer habt ihr da in dieser Zeit gelebt? Habt ihr mit denen gechillt? Nein! Und was im Nachhinein, nach dem Tode von Jesus und Mohammed weitergeführt wird, das kann man immer falsch interpretieren oder andere können es falsch widerlegen. Daher hört auf, diese Fitna, ne, zu machen. Guck mal, wenn jemand okay. Christ ist, Bruder, bitte lass mich aus. Ich muss dich kurz unterbrechen. Hüso, ich bin nicht hier, Fitna zu machen. Ich bin hier aus dem Schiff. Nein, nicht du, Bruder, nicht du. Allgemein, ja, okay. Die Menschen benutzen TikTok. Ich sehe jetzt von TikTok allgemein, Bruder. Ich sehe von TikTok. Der macht mir eine. Guck mal, ich scheiß mal jetzt auf Barello und die anderen, ne? Das ist eine ganz andere Content. Barello interessiert keinen. Und ich bin Gott froh, mich auch nicht. Ich bin Gott froh, dass der Kerl, wie gesagt, abgeschoben worden ist. Er soll noch so viele von sich mitnehmen wie möglich, weil Deutschland macht genau das Richtige. Erstens. Wir leben in Deutschland, wir sind auf deutschen Boden, wir haben uns gefälligst anzupassen. Wer nicht möchte, back to the roots where you belong to. Und er soll so viele wie möglich mitnehmen von seiner Sorte. Ja. Weil wie gesagt, ja, das weil geht. Was er gemacht hat, geht unter keine Kuhhaut. Wie kann genau. er zum Aufruf, ich bin selber Moslem, wie du also weißt. Wie kann er dazu aufrufen, irgendwelche Läden kaputt zu machen von Leuten, die nichts dafür können? Dem geht es nur um Reichweite, um Content, dass er gefeuert wird für die Sache, dass er seine Geschenke bekommt, seine Rosen bekommt. Ne? Aber, Bruder, es gibt ja hier noch andere Content, so dieser Religions-Content. Ganz kurz.
Biker grüße, mein Bruder, recht hast du. Einfach Sippo. Liebe geht raus, Liebe geht raus. Das Deutsche Reich muss wachsen. Ne? Jetzt werden die anderen sagen, ich bin hier ein Rassist, aber es hat damit nichts zu tun. Ja, wir wollen einfach nur Frieden in Deutschland, wir wollen unsere Ruhe hier in Deutschland und wir wollen einfach, dass Deutschland, wie gesagt, zu einem ruhigen Ort wird und nicht zu einem Chaos. Und dann sind gewisse Parteien, gehören hier einfach nicht rein. Das ist Fakt. Simple and easy. So, jetzt. Sorry, King Uso. Wo war ich denn geblieben? Ja, wie gesagt, guck mal, es gibt ja hier diese Religionskontent. Egal, ob das jetzt Christen oder Muslime sind, Bruder. Jeder macht mir einen auf Sheikh, jeder macht mir einen auf Pfarrer, auf Priester, auf irgendwas. Bruder, Wadler, wenn ich TikTok aufmache, ich sehe nur sowas. Also wenn ich nicht diese anderen Sachen sehe, von Brelle und Arafat und die anderen Typen, dann sehe ich safe irgendwelche Hot Chip Challenge oder Religionsdebatten. Ja. Verstehst du? Der will das widerlegen, der hetzt gegen diese Religion und der hetzt gegen die andere Religion. Leute, bitte, ich küsse eure Herzen. King Uso, ich küsse doch dein Herz, Bruder, aber du hörst mich von der Stimme her gar nicht gut an. Mach eine Pause, trink einen Tee, Bruderherz, okay? Und beruhige dich erstmal, okay? Und lass uns einfach schon deine Stimme schonen, okay? Ja. Guck mal, Bruder. Ich bin Libanese. Ja. Bruder, Liebe geht raus. Liebe geht raus an die Libanesen. Warum? Ich habe auch einen libanesischen Kumpel. Ja. Der ist auch, wie gesagt, im Glaube. Der ist auch, wie gesagt, ein. Der glaubt auch an den Koran, ist auch im Islam, aber er kritisiert meine Arbeit nicht. Der beobachtet mich hier jeden Tag, aber der kritisiert. Ich beobachte dich ja auch nicht. Ich kritisiere dich ja nicht, Bruder. Ja, er kritisiert mich aber nicht. Er sagt einfach, ja, Flex, es mag wohl sein und so. Und ja, es sehen gewisse Dinge da. Aber er kritisiert mich nicht. Ja, und wir sind immer noch Kumpels. Ja, aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, Bruder, schon deine Stimme, wir reden ein andermal. Nein, die ist okay. Also, wahrscheinlich, weil ich über Headset rede, ist es ein bisschen komisch. Guck dir mal oder frag mal deinen Kumpel, wie die Christen bei uns im Libanon sind. Ja. Lass uns das ein andermal sprechen. Ich mach kurz mit jemand anders weiter und ich bedanke mich, dass du hier warst, mein Lieber, gell? Okay. Die armen Christen im Libanon, die armen Christen im Libanon. Wieso die armen Christen? Wieso? Weil 1970 Libanon wurde auf Time Magazine das Paris des Mittleren Ostens genannt. Und dann haben die sogar 2 Schübe palästinensische Flüchtlinge aufgenommen. Das war das einzigste Land auf der Welt, das sogar einen dritten Schub palästinensische Flüchtlinge akzeptiert hat. Nachdem die aber im Land waren, waren sie so viele Muslime und die Linken in Libanon haben sich mit den Muslimen dort gemein gemacht. Das heißt, die haben auch für denen ihre Rechte demonstriert. Und was ist dann passiert? Irgendwann hatten die Muslime die Mehrheit und dann haben die linken Kräfte im Libanon sogar gesagt, was macht ihr, wieso greift ihr uns an? Wir haben doch für eure Rechte demonstriert. Und dann haben die Muslime im Libanon gesagt, ihr wart für uns nichts weiter als nutzvolle Idioten. Die Frau Mariam, auf meinem Ding habe ich Videos über sie. Sie wurde von Muslimen angegriffen, ihre ganze Familie wurde getötet. Sie wurde unter Raketen von Muslimen unter ihrem ganzen Haus begraben. Sie ist geflohen nach Amerika. Die Christen in Libanon haben ein ganz, ganz trauriges Schicksal. Und das ist das, was mit einem Land passieren kann, wenn ein Land eine muslimische Mehrheit hat. Was? Nochmal bitte. Ja. Nochmal. King Uso, nicht so schlimm. Wir machen kurz weiter. Ich bedanke mich, dass du da warst, okay? Okay. Alles klar, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Ich stumm mich mal. Also, ciao, ciao. Boah, was da passiert ist in Libanon. Ja, das ist schon eine traurige Geschichte, aber viele wissen es nicht. Aber egal, ist auch nicht so schlimm. Als ob die dort gut leben würden, weißt du?
Ich hole jetzt mal jemanden kurz hoch, keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal eins nach dem anderen. Wer will jetzt hoch? Der hier, keine Ahnung, wer das ist, aber ich lasse ihn mal hoch. So, mein Lieber, womit können wir dir denn helfen? Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Bist du Moslem? Bist du Christ? Was bist du denn? Bist du Odin? Ich bin Moslem, Schia, Schiite. Ja, Bruder, wenn du Schia bist, dann brauchen wir ja nicht reden. Nee, ich wollte aber so oder so nochmal wegen deiner Nackentherapie-Dings, da wollte ich was sagen. Okay, weil ihr akzeptiert ja sowieso nicht diese Sunni-Hadithe. Ja, also was heißt akzeptieren? Wir nehmen davon einfach nicht. Aber das ist jetzt egal, okay. Weil, und zwar, es gibt ja diesen einen Hadith bei Sunan an-Nasai, dass wer seine Religion wechselt, der soll getötet werden. Sowas in der Art stand da, ne? Ja, genau. Genau. Dann gibt es einen anderen Hadith, der das genauer beschreibt, ne? Dieses Töten. Und da steht, du darfst ihn nur töten, diesen Muslim, der seine Religion gewechselt hat, wenn er gegen Allah Krieg gemacht hat oder die seine Gesandten so angegriffen hat oder sowas in der Art. Es ist in drei Fällen und das gilt von Muslim zu Muslim. Genau, ich glaube, das... Ja, das gilt von Muslim zu Muslim und das ist in drei Fällen. Das soll ich die Quelle sagen? Ich kenne den Hadith. Ja, kannst du ruhig nennen. Das ist Sunan an-Nasai 4048. Und da steht, du darfst nur töten, halt diesen Muslim, ne? Wenn er, ja, wie gesagt, was ich ihm gerade gesagt habe. Aber wenn er jetzt einfach seine Religion wechselt, einfach so, dann darfst du ihn nicht töten. Weil da steht ja auch im Koran. Warte mal eine Sekunde. 4008. Surah Al-Kahf 18, Vers 18, Surah 18, Vers 29. Sunan an-Nasai 4008. Nee, warte. 4048, ja. 4048. So, was soll ich sagen? Genau, sorry. Surah Al-Baqarah, Vers 2, Surah 2, Vers 256. Und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herr. Wer nun will, der soll glauben. Und wer will, der soll ungläubig sein. Was ist der andere? Also, einfach so darfst du ihn nicht töten. Aber nur unter diesen Umständen, die ich eben gerade genannt habe. Aber fragen wir mal so rum, wer ist denn derjenige, der wo dich zum Beispiel laut Koran aus dem Islam wegtreiben würde? Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Wer ist denn derjenige, der dich laut islamischer Theologie von Islam wegtreiben würde? Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Was meinst du damit? Wer würde dich aus dem Islam rausholen, laut islamischer Theologie? Wer würde dich in die Irre führen? Ich denke jetzt mal, ich selber. Warte mal kurz, stopp. Base, warum tust du die Leute einfach stummen und sperren? Nein, was machst du da? Nein, Leute, so funktioniert das nicht. Da muss ich euch die Rechte rausnehmen, Leute. Nicht einfach stummen. Er ist doch hier oben, Leute. Ihr könnt doch die Leute nicht einfach sperren. Base, du hast jetzt jemanden einfach so gesperrt, der hier oben mit uns redet. Bruder Claudio ist guter Moderator. Der ist richtig guter Moderator. Nochmal was? Bruder Claudio ist ein richtig guter Moderator. Ich habe seine Rechte jetzt weggenommen, weil wir reden ja gerade mit dem, weißt du, und der kann doch nicht einfach. Ach, gesperrt gemacht, ja. Ja, irgendjemand hat jetzt den gesperrt und hier stumm geschalten. Hä? Ja, warum denn? Wir reden doch gerade mit dir. Er sagt die ganze Zeit, gib mir Modi, Bruderherz. Wer denn? Bruderherz Claudio sagt es. Okay, warte mal kurz, ja. Ja, Leute, nicht einfach stummen und einfach nur Leute stummen und blockieren, die beleidigen. Dann ist okay. Dann passt es, aber sinnlos dürfen wir es nicht machen, ist nicht fair. So. Darf ich ganz kurz mit ihm kurz weitermachen? Okay, guck mal, in Sure 489, willst du vielleicht parallel aufschlagen? Ja, kann ich machen. Okay, gut, Sure 489. Ja. Kannst du vielleicht vorlesen? Warte, ich hab das so oder so jetzt hier selber. Okay. Vielleicht möchtest du vorlesen, dass die Leute auch was hören. Ja. Sure 489. Richtig. Wer liest vor? Ich kann machen, mir ist egal.
Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherr noch Helfer. Okay. So, dann lesen wir weiter. Warte. Warum wollte ich nicht hinaus? Warte. Achso. Jetzt geh mal ein Vers zurück und lese mal 488. Okay. Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Wollt ihr denn Recht leiten, wenn Allah in die Irre gehen lässt? Wenn aber Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Ja, und jetzt? Ja, was soll mir das jetzt sagen? Ja, du lachst selber schon, ne? Nee, bei Gott, ich check das ehrlich nicht. Du hast den Text nicht verstanden, habe ich recht? Was ist denn jetzt der Sinn dahinter? Also was soll denn jetzt was widerlegen? Lest den Text bitte nochmal. Sie möchten. Nee, das war das andere. Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Wollt ihr denn Recht leiten, wenn Allah in die Irre gehen lässt? Wen aber Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Was habe ich dich am Anfang gefragt? Ich schwöre euch, ich check das gerade ehrlich nicht. Was habe ich dich ganz am Anfang gefragt? Wer lässt dich in die Irre gehen? Ja. Bruder, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er ist der Weg und das Licht. Im Endeffekt, Allah ist allmächtig, Allah macht alles. Allah hat uns einen freien Willen gegeben. So ist das im Islam. Nachdem du diesen Vers gelesen hast, sag mir mal bitte eins, welchen Job hat Shaitan? Guck mal, darf ich ausreden? Guck mal, ja, klar. Im Endeffekt, ja. Im Islam ist es so, man hat einen freien Willen und ich kann jetzt für mich jetzt selber sagen, ich möchte kein Muslim mehr sein, dann trete ich aus Islam und Khalas, dann komme ich in die Hölle. Im Endeffekt weiß Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß ja schon, ob ich in die Hölle oder in Paradies komme. Nicht er weiß, er lässt dich in die Irre gehen. Genau. Er lässt dich in die Irre gehen, mein Bruder. Genau, aber trotzdem habe ich ja meinen freien Willen. Trotzdem habe ich jetzt einen freien Willen. Wenn ich jetzt sagen will, nein, ich möchte jetzt Muslim. Bruder, du hast keinen freien Willen. Wenn ich kein Muslim werde, dann Khalas, dann ist das so. Du hast keinen freien Willen. Ich habe meine Mausenhand genommen. Bruder, bitte. Ich kann es dir beweisen, dass du keinen freien Willen hast. Okay. Kann ich jetzt nicht einfach für mich selber beweisen? Soll ich dir beweisen, dass du keinen freien Willen hast? Darf ich kurz reden? Bruderherz, guck mal, wir sind nicht hier, um dich bloßzustellen, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe dich auch nicht hier hochgeholt, um mit dir zu debattieren, weil wenn ich jetzt anfange, diese ganzen Hadithe rauszupacken, das wäre nicht richtig, weil dann würde ich dich sogar darum bitten, die Tafsire zu bringen, etc. Und ich weiß, dass du diese Tafsire nicht finden würdest oder sagen wir mal nicht gleich finden würdest, deswegen, ich rede mit dir auf einer respektvollen Basis und ich kann dir eine Sache sagen. Bruder, ich bin doch, guck mal, ich bin respektvoll mit dir. Ich bin ganz respektvoll. Ich weiß, aber ich habe ja auch nichts gemacht. Aber nur, dass ich, alles gut, Bruder, wir haben ja nur geredet. Guck mal, zum Beispiel mein bester Kollege ist Christ. Ich frage jeden Tag, wegen Christen ganz normale Sachen. Ich habe so oder so nichts gegen Christen. Bruder, ich bin Schia in Karbala, in Iran, Bruder, wir gehen Hand in Hand. Wir trauern um, du weißt schon was, so Mädchen, ne? Das ist kein Problem mit Christen und Schia. Aber ich habe jetzt an sich einfach gerade nur, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen sauer klinge, wenn ich schreie, aber meine Stimme ist einfach nur so ein bisschen Bruder, ist hoch. Überhaupt kein Problem. Guck mal, Guck mal, jetzt gibt's noch einen Vers. Guck mal sehen, ob du den jetzt verstehst. Surah Al-Baqarah 102. Guck mal, ich lese es dir mal vor. Okay. Und sie folgten stattdessen dem, was die Teufel während der Herrschaft Salomos rezitiert hatten. Es war nicht Salomo, der ungläubig war, sondern die Teufel, die ungläubig waren und den Menschen Magie und das lehrten, was den Menschen, beiden Engeln in Babylon,
Harut und Marut offenbart wurde, aber sie, daher die beiden Engel, lehren niemanden, es sei denn, sie sagen, wir sind eine Prüfung, also leugnen sie nicht, indem sie Magie praktizieren, und noch erfahren sie von ihnen, wodurch sie die Trennung zwischen einem Mann und seiner Frau herbeiführen. Das heißt, Harut und Marut machen schwarze Magie, wodurch sie Trennung bei Mann und Frau herbeiführen. Und jetzt kommt das, was da steht, der Teil, wo wichtig ist. Aber sie schaden dadurch niemanden, außer mit der Erlaubnis Allahs. Guck mal, jetzt haben wir vorhin Allah, der in die Irre gehen lässt. Jetzt haben wir hier Allah, der schwarze Magie praktizieren lässt, damit sich Mann und Frau trennen. Jetzt frage ich dich, muss Shaitan bzw. Iblis im Islam Bürgergeld anmelden, weil Allah alles für ihn nimmt? Bleib mal bitte, lass mal bitte diese Witze weg, weil das mag ich so oder so nicht. Nein, Bruder, aber, das ist meine ernsthafte Frage, da steht Adem hier. Das ist eine ernsthafte Frage, da steht hier. Okay, ja. Nein, Dr. Sheikh, stopp, ganz kurz. Er ist ein Schia, okay? Ich respektiere ihn. Warum? Weil er ist sehr, sehr respektvoll mit mir gerade. Ich will ihn gar nicht angreifen. Das lassen wir mal diese Religionsgeschichte kurz mal weg. Guck mal, das Koran, kein Hadith, das aber Koran. Aber darf ich das erklären? Weil das ist doch aber eine normale Sache. Guck mal, Allah sagt doch, er lässt es zu. Warte mal, kannst du noch mal genau das vorlesen, was du eben gerade vorgelesen hast? Also dieses ganz am letzten, dieses irgendwas mit Allah lässt es zu oder sowas. Ja. Guck mal, das ist Flex, Bruder, das ist kein Hadith, das ist ein Koran. Guck. Ja, ich weiß, sorry. Ich meine. Achso, okay. Das ist Koran, okay. Bruder. Ich weiß, lese mal noch mal von mir aus, du kannst auch gut machen. Nein, Claudio, damit die Leute nicht sehen. Dem Bruder Dieter Jacob stummen. Nein. Nur Leute, die mich beleidigen, Leute. Nein, die Aaron Dieter hat nichts getan. Der ist einer von uns. Stummschaltung aufheben. Unsere Leute nicht stummen, weil unsere Leute gehören zu uns. Ne? Wenn irgendjemand meint, dann müsst ihr hier oben beleidigen, also uns beleidigen hier oben, dann okay, könnt ihr stummen, aber nicht ja. Unsere Leute, alles gut. Guck mal, ich muss meine Mods wieder zähmen hier. Lies nur noch mal das Letzte bitte vor. Ja, ich lese es dir noch mal vor, damit du den gesamten Kontext hast. Nein, nicht alles, das will ich gar nicht, ich will nur das Letzte haben, bitte. Bruder, du brauchst den ganzen Kontext. Oder vertrau mir, lese einmal nur das Letzte vor. Bruder, wenn ich dir alles vorlese, dann sagst du nachher, ich habe keinen Kontext gehabt. Okay, stopp. Weil das stopp. Ist doch eine wir machen hier an dieser Stelle, wir machen an dieser Stelle kurz Stopp. Bruderherz, alles gut. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel mehr ins Detail da gehen. Ich kann dir nur eine Sache sagen. Ja, du bist der Schia, finde ich okay. Aber nichtsdestotrotz will ich dir nur etwas Schönes mitgeben. Was du draus machst, das ist deine Sache. Jesus Christus ist die Wahrheit und das Licht und wie gesagt, er ist das Alpha und das Omega. Okay, darf ich mal eine Sache niemand, sagen? Niemand kommt an Jesus Christus vorbei. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Er ist die Wahrheit. Du kannst nicht jemanden folgen, der voll mit Sünden ist und du kannst das nicht mit genau, Jesus unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte keine Sünden, unser Prophet. Er hatte Sünden, da steht das in sunnitischen Hadithen wirklich nicht, was da steht. Aber er hatte keine Sünden. Er hatte Sünden, da steht sogar im Koran. Zeig mir. Warte. Leute, wartet doch bitte kurz. Ich komme nicht zu Wort. Wie heißt du nochmal? Hadi. Hadi, ich könnte dir sogar einen Hadith zeigen, wo Mohammed 70 Mal am Tag um Vergebung bittet, in einem Hadith. Ja, aber das ist ein sunnitischer Hadith, an den glaube ich nicht. Okay, da haben wir schon mal das erste Problem. Die Sunnitischen würden hier hochkommen und sagen, du bist ein Munafi. Warum? Weil du daran nicht glaubst. Ist ja, auch egal. Oder das ist aber ein anderes Thema. So. Das ist ja, ja, aber alles gut. Alles gut. Nichtsdestotrotz. Ich habe dir nur was gesagt, ich habe dir was mitgegeben. Ich will auch nicht mal länger mit dir irgendwie jetzt, sagen wir mal, über diese Religionsgeschichte reden. Warum? Weil ich merke, du bist sehr respektvoll. Ich brauche mich mit dir nicht streiten. Ja, ich gebe dir nur eine Sache mit. Bitte folge die Wahrheit. Okay, du bist ein sehr respektvoller Mensch. Mach dir Gedanken drüber. Okay, wenn du willst, mach dir Gedanken drüber. Wenn du nicht willst, das ist dir überlassen. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche dir trotzdem das Beste und das Schöne und möge Gott dich segnen und deiner ganzen Familie und ganz, ganz viel Liebe bereichern.
Bruder, danke, Bruder, aber kann ich nicht noch ein bisschen zeigen, mit dem Koran Typen, steht, dass Mohammed ein Sünder ist. Ich muss ihm nur zeigen, wo im Koran steht, Leute, dass Mohammed ein Sünder ist. Leute, das ist jetzt vorbei. Alles aber alles nein, alles aber ich will ja nicht, dass es vorbei ist. Ist ja das Ding. Es macht ja Spaß. Also ich möchte gerne diskutieren. Schreib auf, Suche 40, schreib auf. Okay, dann schreib auf. Suche 40. Suche 40, 55, Suche 48, 2 und Bruder, Suche 47, 90. Ruhe, langsam und bitte lass mich noch mal ganz kurz von eben gerade das erklären, das, was du mir eben gerade noch vorlesen wolltest. Weil am Ende stand ja, dass du gesagt hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala das zugelassen hat, diese schwarze Magie, ne? Hallo, bist du noch da? Ja, da steht, dass niemand mit Allahs Permission, also ohne Allahs Erlaubnis, kann er das nicht tun. Ja, aber also, wo ist denn das Problem, bedeutet, Bruder? Lass mich doch bitte kurz ausreden, wenn du mich fragst. Sorry, Bruder. Wenn du mich schon fragst, wir machen nur noch das und dann stoppt mit dieses Thema. Dann machen wir weiter, weil wir kommen nicht weiter. Ne? Ja. Okay. Es steht klipp und klar geschrieben, dass niemand Zwietracht zwischen Mann und Frau sehen kann, außer mit der Billigung von Allah. Das heißt, Allah gibt die Bewilligung dazu, dass man schwarze Magie um Trennung zu herbeischaffen zwischen Mann und Frau. Genau. So, wie gesagt, wir haben einen freien Willen bekommen und Allah lässt uns Sünden machen. Wir dürfen Sünden machen. Er gibt uns die Möglichkeit, er lässt uns diese Sünden machen. Diese schwarze Magie durfte geschehen. Er hat gesagt, das durfte geschehen, das darf immer geschehen. Ja. Aber an Yawm al-Qiyamah, am Tag des jüngsten Gerichts, wirst du Strafe dafür bekommen. Und du hast absolut nichts widerlegt. Schreib dir die Suren auf, da steht überall, dass Mohammed ein Sünder ist. Okay, mach ich. Okay, das war's jetzt. Also, Pause, Stopp. Schreib dir die Sura auf und dann alles ist gut. Ne? Wir machen jetzt kurz weiter. Ich muss nicht weiter mit ihm diskutieren, das verstehe ich nicht. Ja, nee, weil das dauert ewig und wir wollen weitermachen. Deswegen, wir müssen weitermachen. Okay, darf ich wenigstens noch eine Sache sagen? Also jetzt nicht dazu. Bruder, bitte, schreib dir das auf und dann reden wir, wann anders kommst du in meinen Livestream oder wieder in seinen Livestream. Dann okay, anders. Aber eine Sache noch nicht zu den Suren, versprochen, nicht dazu. Nimm's nicht übel, Bruder, aber du kennst deinen Koran nicht. Sogar dein Koran sagt, dass dein Prophet ein Sünder ist und du weißt es nicht mal. Bruder, bitte reden. Im Endeffekt alles gut. Okay, ich jetzt respektlos geredet? Hadi, warum schreist du? Meine Fresse. Was war daran jetzt respektlos? Du schreist, Bruder, du bist doch ein Alter. Okay, ja, du sagst, ich bin respektlos. Wo war ich respektlos? Du schreist, schrei nicht. Hadi, stell jetzt deine Frage, Hadi. Und dann ist gut, Leute, alle beide, stopp, weil ich merke, das geht Richtung Streit und deswegen versuche ich das gerade zu stoppen, weil ich gemerkt habe, es geht sonst Richtung Streit und ich will, dass keiner sich streitet. Also, Hadi. Aber sag, ich bin respektlos, ich zeige Ihnen doch nur die Suche, das ist respektlos. Ganz kurz, stumm dich kurz. Hadi, jetzt sag, was du noch sagen willst und dann muss ich weitermachen. Ich? Nein, der Hadi. Ja, ganz am Anfang, das mit diesem Nackentherapie, ne, habe ich ja gezeigt, dass man nur einen Moslem töten darf, wenn er unter diesen Umständen, habe ich dir das ja gezeigt, ne? Mhm. Ich wollte dich nur einmal bitten, jetzt nicht wieder einfach im Live plötzlich zu sagen, ja, du kannst einfach jemanden töten, wenn du willst, Muslim. Also, dass du das dann auch sozusagen, das ist jetzt abgeschlossen. Khalas, ich habe dir das jetzt gezeigt, man darf nur einen Moslem töten, wenn er, wenn er jetzt von der Religion austritt. Unter diesen Umständen. Also jetzt nicht, dass du jetzt auf einmal wieder später im Live sagst, ja, du darfst unter welchen Umständen? Warte mal, unter welchen Umständen? Warte, das kann ich dir dann wieder zeigen. Also, wenn er jetzt den Islam verlässt, darfst du ihn nur töten, ne? Warte. Wer gegen Allah Krieg macht und seine Gesandten gegen Allah und seine Gesandten Krieg macht. Okay, dann bring mir einen Tafsir, wo das da drin steht. Ein Hadith, Bruder. Nein. Ein Tafsir, warum? Du brauchst eine Erklärung dazu. Kein Hadith zu einer Hadith. Ist falsch, was du da sagst. Ist eine Lüge sogar. Oha, was für Lüge? Da steht, guck mal, Du brauchst ein Tafsir, eine Erklärung zu dem Hadith und nicht ein Hadith zu einem Hadith. Bruder, was redest du? Du redest mit jemandem, der die Quelle lesen tut. Guck mal, du musst dir so vorstellen, du hast ja diese eine Quelle gehabt, in dem Bro, come on, man, Bro. Du brauchst. Oder diesen Tafsir findest du schon, das ist kein Problem. Aber das dann Ding ist. Bring mir, okay, guck mal, wir machen das jetzt einfach so, weil ich merke, wir kommen nicht weiter. Bring mir ein Tafsir zu diesem Hadith.
der diesen Hadith erklärt, dass das das ist, was du gerade gesagt hast. Und dann reden wir weiter, okay? Weil ich muss jetzt weitermachen. Okay, ciao. Alles klar, okay, ciao, ciao. Hast du den Stream denn aufgeschrieben? Bruder, ja. Ich habe den Stream hier aufgenommen, das passt. Ich merke mir das, die Zeit und so, alles gut. Nee, ich frage ihn, weil er wusste ja nicht mal, dass sein Prophet als Sünde im Koran identifiziert wird. Er wusste das nicht. Guck mal, jetzt schreibt einer, seit wann gibt es Tafsir zu Hadithen? Daran merkt man, dass die Leute echt keine Ahnung von ihrer eigenen Religion haben. Egal, ist auch nicht so schlimm. Anatoli, was können wir für dich tun, mein Lieber? Angekommen, ne? Wir hören dich ganz schlecht. Hörst du mich? Ja. Ich bin ins Stream reingekommen, war etwas verwirrt. Erstmal. Verwirrt mit was? Also ich habe gesehen, dass du eine Bulls Cap anhast, obwohl ich dachte, dass du bei NGA spielst, ja? Das hat mich etwas verwirrt. Okay, über was wollen wir reden? Wollen wir jetzt über Cappy reden oder du verwirrst mich jetzt ein bisschen? Du verwirrst jetzt mich. Ja, also ich dachte, dass du eigentlich bei NGA spielst und nicht bei Bulls. Okay, okay. Ja, also meine Frage wäre dann halt, also was ist eigentlich jetzt das Ziel jetzt hier mit den Streams, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Was ist das Ziel mit den Streams? Was meinst du das Ziel mit den Streams? Ist das verboten zu streamen? Ah, warte, ich schreib kurz rein, warte, weil die Leute checken nicht. So. Du meinst jetzt, was mein Ziel hier ist? Ja. Er will es reinschreiben, weil das die Leute. Das ist ja eigentlich egal, was das Ziel ist. Aufklärung, ich rede auch gerne über Sport, ich rede auch gerne über Religion, also eigentlich spielt es keine Rolle. Wir leben ja in Deutschland. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, was ist die beste, also wenn man startet, zum Beispiel ein 16-Jähriger möchte anfangen Bodybuilding, was ist die beste Kur, die man nehmen kann? Also wie viel Milligramm Testosteron oder so? Also ich bin ganz ehrlich, wenn du ganz am Anfang bist, wenn du jetzt über sportliche Themen sprechen möchtest, ist gar kein Problem. Wie gesagt, wir können auch gerne freestylen ein bisschen, alles gut. Leute nicht wundern, wenn wir jetzt gerade auf Sport springen, das ist absolut gar kein Problem, aber jemand, der noch keine Erfahrung hat, ja, sagen wir mal im Training, der jetzt über, sagen wir mal, keine Ahnung, 18 Jahre alt ist und schon mit einer Kur anfangen möchte, das ist totaler Schwachsinn. Er sollte erst anfangen mit 24, ist aber keine Empfehlung von mir, ja, weil erstens der Körper ausgewachsen ist, ja, und wenn du dann anfängst, ist es okay, alles was drunter ist, ganz schlecht. Sollte man nicht machen, weil der Körper ist da noch nicht richtig ausgewachsen. 23 wäre noch eine Grenze, ja, aber ich würde erstmal eine 5-jährige Erfahrung im Training haben und dann würde ich damit erst anfangen. Davor nicht, keine Chance. Und noch eine Frage, weil, kennst du dich gut aus mit diesem Bereich? Also so. Ich bin selber in dem Bereich Profi gewesen, deswegen, ich weiß schon, von was ich rede. Schau mal, guck mal, ernst gemeinte Frage, hört sich ein bisschen dumm an, ne? Okay. Aber guck mal, ich hab eine Katze, ich hab ihn kastriert. Bedeutet, er produziert kein Testosteron mehr, weil er, also keine Eier. Ich habe aber Testosteron, ich kann dir auch gerne zeigen, Enantat oder Propionat. Ich habe überlegt, dass ich ihn das initiere, also halt im Milligramm. Da wollte ich halt gerne fragen, wie viel Milligramm wäre für eine Katze, weil wir sind ja Menschen, wir haben ja viel, viel mehr. Er wiegt 5 Kilo. Oder nein. Ohne Scheiß jetzt. Ich meine 0,5 oder wie viel würdest du empfehlen? Ohne Scheiß jetzt. Gar nichts. Ich würde niemals meine Katze sowas geben. Um Himmels Willen, Astaghfirullah. Niemals. Aber das ist nur Dings, ganz normal, Testosteron einfach, das ist natürlich, Bro. Bruder, vielleicht wird dein Stream gesperrt wegen Tierschützer. Was ist das? Ja, aber bitte, keine Kamera, weil keine Katze, bitte. Warte, ich mach jetzt Kamera, weil die Leute denken halt einfach, ich verarsche oder so. Also schau, ich hab hier so noch Babykatzen und so, aber ich meine jetzt zum Beispiel, ich zeig dir den Großen jetzt. Den da. Ja. Diesen hier. Er hat keine Eier. Ich will überlegen, so wie viel könnte ich ihm geben? So, weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel, warte, ich zeig dir kurz. Zum Beispiel, ich habe hier dieses Susta oder so, wie es heißt. Das ist Susta Null. Ja, das ist doch eigentlich gut, oder nicht? Für einen Anfang für Katze, oder nicht? Nein, Mann, Susta Null, ey, hör mal auf, ey. Für Aufbau ist doch gut, oder nicht, oder?
Also kann mir jemand vielleicht sagen, wie viel man... Hört ihr mich, Leute? Ja. Okay, irgendwie komischerweise, es laggt hier ein bisschen, okay. Aber Leute, könnt ihr mich gut hören? Hört ihr mich alle gut? Ja, bitte ja. Alle Daumen hoch. Jawohl. Okay. Okay. Anatoly. Ja. Nee, das mit der Katze will ich lassen. Ich weiß nicht, ob du das ernst meinst. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ja, würde ich nicht machen. Nee. Und warum nicht? Ich glaube auch, dass du versuchst, mich zu verarschen, aber ich mache einfach mal ein bisschen mit. Es steht Prank. Alles klar. Ja. Aber gut, nichtsdestotrotz, Anatoly, ich bedanke mich trotzdem. Ich mache dann jetzt kurz weiter und ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey. Flex. Ja. Guck mal, gerade eben, er hat doch gesagt, guck mal, der Typ, der vor dir drin war, ich habe doch gesagt, dass das Ding, er hat einen Hadith genommen. Guck mal, erstens, er war kein Schiite. Er macht auf Schiite, dann bringt er sunnitische Hadithe. Und guck mal, das, was ich gesagt habe, ist hier, das ist der Hadith, den, wo ich genannt habe, ein Muslim, sein Blut darf nur in 3 Fällen vergossen werden. Und das ist das, was ich meinte. Das gilt nur von Muslime an Muslime. Es hat gar nichts mit jemandem zu tun, der den Islam verlässt. Es hat einfach nur damit was zu tun, ab wann darf ein Muslim getötet werden. Und das steht auch hier drin. Erst dann, wenn er ein Ehebrecher ist, kann er zu Tode gesteinigt werden. Oder wenn er einen anderen Mann absichtlich tötet, oder wenn er den Islam verlassen hat und Krieg gemacht hat. Das ist von Muslim zu Muslim. Nicht so, wie wenn ein Muslim den Islam verlässt. Er hat da versucht, das war ein Täuschungsversuch. Ja, wie gesagt, Bruderherz, ich bin ja nicht blöd. Ich durchschaue sowas sehr, sehr schnell. Deswegen alles gut. Aber es ist gut, dass du es nochmal hier ganz, ganz klar erwähnst. Aber wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich bin da schon ein Fuchs. Ich höre immer aufmerksam zu und tue so, als wäre ich blöd. In Wirklichkeit, glaub mir, ich merke mir viel. Ich bin bei sowas ein richtiger Fuchs. Alles gut, alles gut. Fuchsi. Ja, ja. Varg oder Vork, was können wir für dich tun, Varg? Hallo, also der Name ist Varg. Und Varg. Ich habe ein paar Fragen, weil ich das jetzt beobachtet habe beim Stream. Ist das eine islamische Frage, Islam-Content oder über was willst du denn, wenn es islamisch ist, ja, wenn nicht, ja, dann... Also es ist halt Religion, aber du hast halt eine Aussage gemacht und ich wollte dich halt, du hast gesagt, Jesus Christus ist die Wahrheit und darüber wollte ich... Bist du Heide? Bist du ein Heide? Ich nenne mich nicht Heide, da das eine Beleidigung ist, aber in dem Zusammenhang, wie du das denkst, ja... Okay, also glaubst du an Odin und der Donnergott und alles, richtig? Und Thor? Ja, an Odin und Thor und Freya und Frey und Höde und Balde und Njörd und Loki und so weiter. Okay, ja. dann bist du hier sowieso falsch. Warum? Naja, die Frage ist, bist du auf dem Weg, den echten Glaube zu finden oder bist du nur hier, um über Odin zu reden? Und nein, ich will nicht über Odin reden, ich wollte über deine Aussage reden und dich ein paar Sachen fragen. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt. Jesus Christus, wenn ich sie dir beantworten kann, gerne, wenn nicht, schieß los. Du hast ja gesagt, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und richtig. Dass das Christentum oder dass er objektiv wahr ist, ne? Das heißt, du hast ja eine Aussage getätigt, die bewiesen werden muss. Und deshalb hast du die Bibel gelesen? Von Kopf bis Fuß? Nicht. Nein, aber, ich frage dich nochmal, hast du die Bibel gelesen? Ja, ich habe mich ein gutes Jahr damit befasst. Mit dem Christentum. Ein gutes Jahr damit dich befasst. Okay, dann hast du dir die Antwort doch gerade selbst gegeben. Dann weißt du eigentlich, wer Jesus Christus ist. Natürlich weiß ich, wer er ist. Also, wer okay, und warum folgst du dann Odin anstatt Jesus Christus? Guck mal, wenn du eine Religion... Darf ich ausreden? Okay, ja. Guck mal, ich interessiere mich sehr viel für Religion. Bevor ich Christentum, habe ich auch mit Islam gelesen, um Wissen zu haben. Nicht, weil ich konvertieren will. Das Christentum passt nicht zu mir. Da ist kein Platz für mich, verstehst du?
Aber ich weiß, wer Jesus Christus in der Bibel ist und behauptet zu sein. Natürlich, ich kenne die Botschaft. Ich habe das ja gelesen. Behauptet, er ist. Er behauptet nicht, er ist. Ja, okay, von mir aus, dass er das ist, was er sagt, in der Bibel halt. Aber das Problem ist, du sagst, er ist die Wahrheit und so weiter. Aber du kannst das halt nicht beweisen, objektiv gesehen. Weil die Meinung eines Menschen ist halt immer subjektiv. Und das ist nicht für die Allgemeinheit. Das heißt, jeder sagt so, so und so und so. Aber wenn du sagst, nein, das ist die Wahrheit, das ist real, dann musst du das theoretisch eigentlich beweisen. Das nennt sich auf Englisch the burden of proof. Du machst eine positive Behauptung. Und lest dir bitte 1. Mose an bis Ende Mose, dann weißt du, was die Wahrheit ist. Lest dir bitte. Und diese Blutlinie, die haben wir bis heute noch. Ich glaube nicht, dass du die Bibel richtig gelesen hast, weil hättest du die Bibel verstanden, dann würdest du diese Frage nicht stellen. Hä, warum? Also nur weil die Wieso, Bibel warum? Du hast die Bibel, in meinen Augen hast du die Bibel nicht mal verstanden. Du hast nur gelesen, aber nicht verstanden. Das kannst du ja so sagen. Ich weiß ja, was ich gemacht habe, von daher stört mich deine Aussage nicht. Aber die Bibel redet ja auch nur von Dingen und sie wurde ja nie bewiesen, verstehst du? Ich habe noch nie, die Bibel wurde die nie bewiesen. Die Kreuzigung von Jesus ist historisch bewiesen. Von das was beweist reden wir doch hier? Nicht, dass er zwei Naturen hat und so weiter. Das beweist ja nur, dass er gestorben ist, höchstens. Okay, hör mal zu. Du glaubst sowieso an Odin und alles andere. Wie gesagt, es war mir eine Ehre, dass du hier hochgekommen bist. Das ist immer so. Das ist immer so. Vielen, vielen Dank, dass du hochgekommen bist. Wie gesagt, aus Respekt. Aber ich kann nicht mit jemandem reden, der an Odin glaubt und meint, das ist nicht so, das stimmt nicht so. Du wirst alles verleugnen. Nein, ich frag, egal, ja, was hast du Beweise? Kommt. Wenn ja, dann folge ich ja. Aber du sagst ich ja. Ich habe dir gerade eben gesagt. Hast du dir die Mose 1 bis Ende? Hast du den kompletten Mosebrief gelesen? Ja oder nein? Du hast mich nicht gefragt. Du hast gesagt, lies. Du hast mich über die Bibel gefragt, nicht über dieses Kapitel. Wir haben mit diesem Bruder schon 3 Monate lang bei Bruder. Nenn mich nicht Bruder, Digga. Du hast über meine Religion gesprochen. Ich habe nicht dich geredet. Ich habe mit Flex geredet. Das ist ich habe dich nicht Bruder genannt. Wir haben mit Bruder Harut mal mit dem Typen da schon 3 Monate geredet. Das ist ausweglos. Okay, alles klar. Danke, Dr. Sheikh, dass du es mir gesagt hast, weil er verschwendet unsere Zeit. Also, see you. Bye-bye. Weil ich will meine Zeit nicht verschwenden. Weil wenn Dr. Sheikh schon sagt, dass er 3 Monate schon mit denen da herumschlagen musste, hat keinen Wert. So jemand will die Wahrheit gar nicht erfahren. Also, das passt. Nee, ich weiß nicht, ob die Leute sich, die wo hier drin sind, gar nicht mehr an ihn erinnern. Das war der Typ, der wo die ganze Zeit über Odin rum. Aram kennt ihn bestimmt noch von den Zeiten von wo wir mit Bruder Harut mit ihm die ganze Zeit gesprochen haben. Ich meine, Aram war ja auch oft genug dabei eigentlich. Ja. Guten Abend, liebe Freunde. Gott segne. Gott segne. Tatsächlich, lieber Sheikh, habe ich schon den, ich kenne den aber nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte ihn schon ein bisschen da oben noch gelassen, weil, schau mal her, Vargodinson, ich hoffe, dass du noch da bist. Ich komme immer mit diesen Sachen, beweisen. Ne? Bewiesen ist es ja, dass Jesus Christus gelebt hat und all diese Werke vollbracht hat und auch, dass er gekreuzigt wurde, gestorben und wieder auferstanden. Er hat alles bezeugt und es haben nicht nur 2 oder 3 Leute das gesehen, sondern sehr, 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 sehr viele Menschen. So, und darum können und müssen wir auch an den glauben, mit reinstem Herzen, Seelen und Verstand, mein lieber Odinson. Und was habt ihr denn für Beweise, dass ihr überhaupt an diesen Tod und an diesen und jenen dann glauben tut? Sie hat ja gar keine Beweise, es sind nur Märchen, Legenden und nichts anderes. Also von dem her ist es legitim, dass die Christen definitiv an die Väter haben, das alles mit ihren eigenen Augen gesehen und bezeugt, mein Lieber, und sind sogar dafür gestorben. Ne? Also ich wollte das dazu sagen, nicht mehr, nicht weniger. Lieber Sheikh, mach weiter so. Und lieber Flexer, wenn mal einer so hochkommt wie der vorige von vorhin, dann lass ihn um, weil der wollte ja unbedingt etwas beweisen. Das Ding ist, ich wollte nicht auspacken, weil das Ding ist, ich habe gemerkt, das ist einer, der ist unbelehrbar und ich möchte ihn nicht bloßstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, so komm, ich wünsche ihm einfach das Beste, soll er rausgehen.
Weil das Ding ist, wenn ich anfange auszupacken, ja, dann der kann sich dann nicht mehr verteidigen. Deswegen habe ich mir gedacht, so, nee, aber komm, ich wünsche mir die Wahrheit. Es geht ja um die Wahrheit, mein lieber Flexer. Wenn einer unbedingt meint, er hat die Wahrheit gepachtet und tut eigentlich rumphilosophieren, dann, und wenn der liebe Sheikh da ist, dann lass ihn freien Lauf. Ich würde es machen. Ja, weil letzten Endes geht es ja um die Wahrheit, oder? Ja, klar. Deswegen, der liebe Sheikh ist in dieser Hinsicht sehr fit und ich würde ihm schon ein bisschen mehr Dampf geben, weißt. Okay, also Jungs, es ist schön. Ich schaue von unten noch zu. Ich höre euch zu. Es ist schön und Gott segne euch. Danke, Flexer, dass du mich hochgenommen hast. Kein Problem. Also, kein Problem. Ja, danke. Okay, alles klar. Kein Problem, Aram, Bruder. Okay. Aki oder Akil oder Akil, ja, was können wir für dich tun, mein Lieber? Gottes Segen, Adam. Grüß dich, Flex, und dich auch, Sheikh. Nein, ich wollte nur kurz hier hochkommen, weil ihr darüber geredet habt, dass Allah recht leiden tut, wenn er möchte, und in die Irre führt, wenn er möchte. Das okay, eine kurze erklären. Frage. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin ein Muslim, Alhamdulillah, ein stolzer Muslim bin ich. Du bist ein stolzer Moslem, okay. Genau. Ich hoffe, du bist nicht hochgekommen, um mit mir Islam-Content zu machen. Ich hoffe, du bist nur gekommen, um vielleicht ein bisschen zu reden, weil ich habe gerade Islam-Content. Ich bin wirklich, ich habe ein bisschen zugehört jetzt und das waren ja die Fragen, die ihr gestellt habt. Das waren eure Behauptungen und ich wollte das kurz erklären, wenn das möglich wäre. Es gibt, guck mal, du kannst hier hochkommen und erklären. Am Ende des Tages werde ich dich trotzdem nochmal fragen. Bring mir die Quellen, weil Philosophie will ich hier nicht hören. Ich habe so viele Moslems hier hochgeholt, nur Philosophien ohne Ende, keine Quelle. Ich habe noch nie eine Quelle gesehen. Aber wenn du mir beweisen kannst, dass es eine Quelle gibt, yalla, wir warten. Ich rede nur mit Quellen. Aber weißt du, Flex, als allererstens, bei allem Respekt, ich finde es sehr respektvoll, wie du reden tust. Ich möchte wirklich nur ein bisschen dein Intellektuell in Frage stellen, weil vorhin hast du gesagt, dass man zu den Hadithen einen Tafsir braucht. Das sagen wir in Islam so nicht, sondern was? Zu den Tafsir, nur kurz bitte, zu den Hadith Erklärungen sagen wir dazu Scharh. Und das kannst du dir merken, bitte schreib dir das auf. Das ist die richtige Sache, wie wir das sagen im Islam, weil das hast du falsch gesagt. Das zweite mein Lieber, zu einem Hadith gibt es eine Erklärung und diese Erklärungen sind die Tafsire. Das was du sagst, bitte. Die Tafsire sind vom Koran. Da hast du recht, aber für Hadithen sind das, was ich dir gesagt habe. Aber der Koran und die Hadithen sind total was anderes. Vielleicht kennst du den Unterschied nicht, ich weiß es nicht. Ohne Hadith kein Koran. Der Koran braucht die Hadithe. Wer hier hochkommt und sagt, dass der Koran die Hadithe nicht braucht, ist ein Lügner und er ist nicht wissend in seiner Religion. Der Koran braucht die Hadithe. Der Hadithe erklärt den Koran. Okay, alles klar. Das zweite ist, ihr habt gesagt, dass Allah recht leiten tut, wenn er möchte und in die Irre führt, wenn er möchte. Ich finde wirklich, liest ihr eigentlich eure Bibel? In Römerbrief, Kapitel 9, Vers 18, habt ihr genau dasselbe. Aber ihr habt genau dasselbe in der Bibel. Warum greift ihr uns etwas an, was ihr selber habt? Hör zu, wir springen nicht, weil ich habe gemerkt, du wechselst zur Bibel, weil du genau weißt, wenn ich jetzt anfange, du wirst diese Verse nicht verteidigen können. Fang bitte an, weil du sagst seit halber Stunde, wenn ich anfange, aber fangst irgendwie nie an. Fang bitte an. Okay, ja. Dann fang an. Ich möchte das, aber nur kurz bitte. Verteidige deine Religion, greif uns nicht an für etwas, was du selber daran glaubst. Weil in Römer Kapitel 9, Vers 18, steht, dass Gott in der Bibel recht leiten tut, wenn er möchte und wenn er möchte, in die Irre führt. Und guck mal, der springt jetzt gerade. Der springt eiskalt, weil er weiß, wenn ich loslege, ist Feierabend. Weil er kann mir kein Tafsir bringen, der das erklärt. Und jetzt kommt er mit, ja, in Römer steht da drinnen, in Römer steht das drinnen. Lauter Lügner. Das ist was hat er gesagt? Römer Kapitel 9, Vers 18? Warum habe ich gelogen, Flex? Warum habe ich gelogen? In Römer Kapitel 9, Vers 18 steht genau exakt dasselbe, für was ihr uns angreift. Warum kapierst du das nicht? Warum greifst du uns für etwas an, was in eurer Buch steht? Okay, ganz kurz, Aki. Dr. Sheikh. Ja. Sollen wir ihn, Dr. Sheikh, sollen wir ihn auseinandernehmen, ja oder nein?
Ja, ihr könnt mich nicht auseinandernehmen. Höchstens, ihr werdet auseinandergenommen. Das ist schon auseinandergenommen worden. Ich habe schon gelesen und du kannst nichts sagen. Also, da, kannst du gar öffne nicht mal Römer. Oh, okay. Öffne mal Römer. Jetzt bin ich mal Römer gespannt. Ich habe schon gelesen. Was er da erzählt, ist Quatsch. Lies mal bitte. Ich möchte das hören. Habe ich schon gelesen. Du erzählst Quatsch. Lies. Ich möchte das hören. Und das sollen 230 Leute hören. Okay, alles klar. Die Souveränität Gottes. Was wollen wir nun sagen? Ist die Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Damit ist aber jetzt nicht gemeint, dass Gott jemanden in die Irre führt. Sondern? Was ist damit gemeint? Kannst du mir das erklären? Dass Gott den Herzen der Menschen verhärtet, wenn man möchte. Dass Gott sich dir erbarmt und nicht, dass er dich in die Irre führt, Mann. Hast du Deutsch? Komm. Hört doch auf. Und es steht genauso in der Bibel, im 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 13. Dass Gott Israels glaubt, mach das mal groß. Getötet werden, von groß bis klein. Mach's mal kurz groß, weil wir wollen hier keine Lügengeschichten, weil die Bibel widerlegt ihn gerade. Und er besteht immer noch drauf. Mach's mal größer, Bruder Herz, Dr. Scherk. Ja, warte. Ein bisschen größer. Mach's mal ein bisschen größer, weil sonst können wir es nicht lesen. So, lies das nochmal vor für den Bruder Akil, weil er sagt ja, dass da stehen ja so schlimme Dinge drin. Vers 18 ist es wichtig. Das widerlegt genauso wenig. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Er fragt sogar, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Fragezeichen. Das sei ferne. Ausrufezeichen. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also das heißt, wenn Gott jemanden erbarmen möchte, wenn Gott sich jemandem erbarmen möchte, dann macht er das. Wenn er nicht möchte, Akil, ja. Dein Name zu Deutsch bedeutet Schlauheit. Akil, das bedeutet schlau zu sein. Du bist Türke. Du beweist gerade das Gegenteil. Ich bin ein Muslim, Alhamdulillah. Meine Nation ist nicht so wichtig. Was für ein Knockout. Ihr lest das, aber versteht es nicht. Und Akil, ihr habt vorhin... Lass mich dir das erklären. Was wollen wir nun sagen? Ist da etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Fragezeichen. Das sei ferne. Ausrufezeichen. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Wo steht hier irgendwas von in die Irre führen? Wo steht was in die Irre führen? Warte bitte. Welche Bibel? So ein Lügner. Flex, bitte lass mich bitte ausreden. Ich bin kein Lügner. Ihr wolltet mich auseinandernehmen. Ihr habt jetzt die Chance. Bei Allah. Du hast dich selber auseinandergenommen. Lass mich bitte ausreden. Aus welcher Bibelübersetzung nimmst du das? Jetzt kommt Islam der mit Bibelübersetzung. Bibel springen. Okay. Das ist der Wahnsinn. Kannst du bitte Schlachter 2000 lesen? Schlachter 2000. Das ist Schlachter 2000. Das ist Schlachter 2000. Okay, super. Kannst du jetzt Eberfelder nehmen, bitte? Kannst du mal ganz kurz jetzt auf das hier eingehen? Deine Frage wurde beantwortet. Nun, jetzt meine Frage. Ja. Lass mich machen, Dr. Schiff. Aber ich bin da, um eure Fragen zu beantworten. Und ihr habt noch etwas gesagt. Ihr habt gesagt, dass wer den Islam verlässt, soll getötet werden. Aber im 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 13, steht exakt dasselbe, dass wer nicht an Gott Israels glaubt, soll getötet werden. Von Mann bis Frau, von groß bis klein. Das steht in eurer Bibel. Hör zu. Erstens, dein Prophet, so hart ich das sagen muss, dein Prophet ist ein Killer,
Warum ist er ein Killer? Er befiehlt, ein Gesandter Gottes befiehlt, zu töten. Ein Befehl und richten nach jemandem seine Taten sind zwei Paar Schuhe. Richten nach deinen Taten oder ein Befehl geben. So, dein Prophet befiehlt zu töten. Unser Gott richtet uns nach unsere Taten. So, wer ist hier richtig und wer ist hier gerecht? Also, glaubst du an Moses? Glaubst du an Moses? Ich kenne den Vers schon. Wenn du diesen Vers bringst, widerlegst du dich wieder selber. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Glaubst du an Moses? Meine Frage an Moses. Spring nicht auf Moses, weil du bist jetzt hier auf Netflix TV. Und hör mal zu, ich sag dir eine Sache. Nein. Du bist jetzt hier oben. Jetzt bist du im Käfig. Du bist jetzt hier im Käfig drinne. Okay, jetzt kannst du meine Fragen beantworten. Deswegen bist du jetzt gerade zerstört. Bring mir zu diesen Hadith ein Tafsir, der das erklärt, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Befehl gegeben hat. Yalla, wir warten auf dich. Warte, Yalla, warte. Ich bin hier hoch. Ja, nein. Ich bringe das. Ich laufe nicht weg. Bei Allah, ich laufe nicht weg. Das Problem ist nur, der erklärt, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Befehl gegeben hat, Leute zu köpfen, die ihre Religion verlassen. Yalla, hol den Tafsir. Ich warte. Okay, ich hole den Tafsir. Kannst du dein Internet aufmachen, Dr. Milkshake? Du magst Milkshake, ja? Ich habe auch Milkshake gemacht. Milchshake, kannst du dich kurz groß machen? Nein. Dr. Shake, er soll das machen. Er ist jetzt in der Beweis. Mach selber. Bin ich hier dein Ding, Auftragsgeber oder was? Mach selber. Ja, du bist ein Bimbo momentan, ja. Schau mal, im 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 13 steht, wer nicht an den Gott Israels glaube, der soll getötet werden. Von Mann bis Frau, von klein bis groß. Jahil. Und hier kommt mit sowas. Bring mir ein Tafsir, Jahil. Ihr beide da, ihr erzählt nur Lügen. Weil Allah, ihr erzählt nur Lügen. Nur Lügen könnt ihr. Bring mir ein Tafsir, du Jahil. Beantworte meine Frage. Jahil bist du. Zu der Bibel. Du sagst, dass es zu den Hadithen ein Tafsir gibt. Du hast keine Ahnung. Du hast sowas von keine Ahnung. Bring nicht zu der Bibel. Bring mir ein Tafsir, der das erklärt, warum er diesen Tötungsbefehl gegeben hat. Yalla, wir warten auf dich. Flex, wenn du deine Bibel bring nicht mir kennst, ein Tafsir, musst du das von uns nicht angreifen, mein Freund. Eure Bibel hat nur Befehle vom Töten für Kinder, für Tiere Mann, der und so weiter und so fort. Zeit, und Yalla, geh raus. Deine Lügengeschichte wollen wir nicht hören, Mann, mit deinen Philosophien, Mann. Yalla, raus mit dir. Raus mit dem. Hast du gemerkt, Dr. Schirk, wie der direkt wegspringt? Hast du es gemerkt? Ja, und der Risk-Debater hat mir aus Versehen gespendet. Naja, egal, ist ja nicht so schlimm. Alles gut. So ein richtiger Jahil. Yalla, holen wir den rein. Oh, Joker, das ist der Beste gewesen. Ich habe einmal bei ihm angefragt, da war mal ein Muslim bei ihm drin und der hat nach den Quellen gefragt gehabt. Warte mal bitte kurz. Ich würde gerne mit Flex reden, wenn es geht. Kannst du bitte rausgehen? Warte mal bitte ganz kurz. Geh mal bitte raus. Flex, ich war einmal bei ihm drin. Geh mal bitte raus, mein Kollege. Warte mal, sei mal bitte leise jetzt kurz. Geh mal bitte raus, ich möchte mit Flex reden. Warte mal bitte kurz. Dr. Schirr, warte. Warte bitte ganz kurz was sagen. Lass mich ganz kurz sagen, danach kannst du mit ihm haben. Flex, möchtest du eins gegen eins, mach ihn raus, wir reden. Ich war mal bei ihm drin, Verstehst du mich nicht? Geh mal bitte raus. Warte mal kurz, da, Mann, warte mal kurz. Eine Sekunde, ganz kurz. Geh mal bitte raus, jetzt. Flex, warte mal kurz, ganz kurz. Ich war bei ihm drin, da war ein Muslim bei ihm drin. Geh bitte raus, und zwar jetzt. Flex, kannst du ihn ganz kurz stummen, dass das ganz kannst gut sagen du bitte kann. Rausgehen? Ich möchte mit Flex reden. Ja, ist schön, du bist sehr, sehr wichtig. Ja. Darf ich ganz bitte kurz geh sagen? Mal raus jetzt. Flex, darf ich kurz was sagen? Nein, geh bitte raus, ich möchte mit ihm alleine reden. Joker, er will was sagen, gib ihm bitte kurz zwei Minuten Zeit. Er möchte aber über mich lästern, oder nicht? Ist nein, jetzt ich nicht, nicht, du bist da. Nein, du bist Joker, da. Joker, gib ihm bitte die Zeit, er will kurz was sagen. Ganz kurz bitte, jetzt Dr. Scher. Da war mal einer, ein Junge, der wo natürlich so nicht so viel Ahnung hatte von Islam jetzt wie ich, der war bei ihm oben und dann hat er ihn von A bis Z, von oben bis unten beleidigt und hat ihn nach Quellen gefragt. Bring mir die Quellen, also habe ich mir
mir gedacht, ich stelle mal eine Anfrage, damit ich ihn die Quellen bringen kann. Ich bin angefragt, ich habe angefragt, ich bin hochgekommen, ich habe ihn gefragt, ey, du wolltest doch die Quellen, ich habe die Quellen, weißt du, was er gemacht hat? Die ganze Zeit, damals hieß ich Sheikh Yabudi, weißt du, was er gemacht hat? Wie ein Trottel vor der Kamera getanzt. Sheikh Yabudi, wie ein Trottel. Ja, brauchst du jetzt Taschentücher, geh bitte raus, ciao. Und Aram auch. Flex, möchtest du alleine reden, ja oder nein? Nein. Alles gut. Stummt euch mal kurz alle. Wenn du sie stummen könnt, dann kurz. Flex, du hast Ansage gemacht. Eins gegen eins. Flex, Joker, jetzt habe ich dich am Arsch. Ich frage mich sowieso. Jetzt habe ich dich am Arsch. Eins gegen eins. Jetzt habe ich dich am Arsch. Flex. Traust du dich, ja oder nein? Halt deine Fresse! Aram, du verschickst mich mit dem Haru hat den so zerfetzt, ey! Haru hat ihn so zerstört! Flex, traust du dich, ja oder nein? Haru hat ihn so zerstört! Die stimmen sich jetzt gut, warte doch kurz. Flex, warte doch bist du Manns genug, ja oder nein? Shay, wir haben Islam-Content, wenn du gerne mitreden willst, let's go! Flex, traust du dich gegen mich, ja oder nein? Ja, ich trau mich doch, rede. Mach die beiden raus! Die reden nicht, die sind aber hier oben. Wenn die nicht reden, dann können die auch raus. Mach die bitte raus, jetzt. Mach nicht auf Bombe, geh runter und lass Hamdi hoch. Ich schmeiß doch nicht deine Leute raus. Traust du dich gegen mich, ja oder nein? Schick mir deinen Lehrer. Flex, traust du dich gegen mich, ja oder nein? Stummt euch mal kurz. Rede einfach. Noch einmal, traust du dich gegen mich, ja oder nein? Nichts zu melden, rede, was sagst du? Ich frage dich etwas, traust du dich gegen mich, ja oder nein? Wenn du reden möchtest, rede, fang an. Ich frage dich noch einmal, traust du dich gegen mich, ja oder nein? Ja oder nein? So eins gegen eins sieht anders aus, mach die raus. Also. Aram, die erste Aram, Frage, die Aram, erste Frage, Aram, Frage einmal. Wir machen das traust Aram, du dich gegen Aram, mich, ja oder nein? Aram, möchtest du raus, ja oder nein? Ich bleibe da, warum? Alles klar, also. Noch einmal, also, traust Joker, du dich eins gegen eins, ja oder nein? Dann komm in meinen Stream, komm. Okay, du hast Angst, deine Kumpels rauszumachen, komm in meinen Stream, Alter. Ich bin hier, du traust dich nicht. Komm in meinen Stream. Das kennen wir, und dann warten wir uns nicht mehr. Flex. Gib mir kurz, Traust du dich eins gegen eins, Flex, ja? Was für eins gegen eins machen? Nein. Gib mir kurz, ich will diesen Arsch. Flex, traust du dich wie ein Mann, ja oder nein? Bist du ein Mann oder nicht? Gib mir mal. Joker, du kannst nicht mal meine Zehennägel debattieren. Flex, bist du ein Mann oder nicht? Ich hab doch gesagt, rede. Flex, bist du ein Mann, ja oder nein? Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Flex, bist du ein Mann? Dann mach die raus, wenn du ein Mann bist. Ansonsten bist du keiner. Bist du denn ein Mann? Ja, rede. Dann mach die raus. Willst du? Keine Ahnung, Joker. Du sagst ja, du bist ein Mann. Jungs, hört mal auf zu reden, Amenakoim. Was redet ihr die ganze Zeit, ihr zwei Abendmänner? Wir sind nicht wie Muslime. Flex, bist du ein Mann? Ja oder nein? Wir mischen uns nicht ein. Wir sind nicht wie Muslime. Ihr mischt euch doch die ganze Zeit ein. Flex, bist du ein Mann? Ja oder nein? Ich hab gesagt, ja, rede jetzt. Dann mach die raus, die mischen sich schon die ganze Zeit ein. Siehst du, oder? Mach die raus. Weißt du, warum die sich die ganze Zeit einmischen? Flex, guck mal, die beleidigen mich sogar die ganze Zeit. Mach sie raus. Die beleidigen die ganze Zeit. Bist du ein Mann, ja oder nein? Du hast hier nichts zu melden. Du hast hier oben nichts zu melden. Bist du ein Mann oder bist du ein kleines Mädchen? Ich hab gesagt, ja, und du sollst jetzt reden. Flex, gib dir die Bühne. Die reden die ganze Zeit dazwischen. Mach die raus. Aram, stumm dich kurz. Nein, Aram, die sollen raus. Die melden die sich die ganze Zeit dazwischen. Ganz kurz. Aram, stumm dich kurz. Dr. Schick, stumm dich kurz. Wovor hast du Angst, Bro? Wovor hast du Angst? Ich bin hier. Lass doch nicht meine Leute einfach so aus, Mann. Wenn die bleiben wollen, bleiben die. Okay, komm in meinen Stream. Traust du dich? Rede! Traust du dich in meinen Stream? Ich hab gesagt, du sollst reden. Traust du dich in meinen Stream? Du Asozialer. Nicht einmal zwei Wörter hast du mich sprechen lassen, du Arsch. Guck schon wieder. Mach mir Mann, du scheiß Asozialer, du lächerliche Figur. Flex, bist du ein Mann, ja oder nein? Der verlangt, dass man fair ist zu ihm und selbst ist er so fair wie ein Arsch. Bist du ein Mann, ja oder nein?
Wir sind alles Männer, aber du bist ein Klon. Flex, bist du ein Mann? Traust du dich? Wir sind alle Männer, aber du bist ein Klon. Flex, Leute, meldet mal diese zwei Hampelmänner, meldet die mal. Wir sind alle Männer, aber du bist ein Klon. 65 Vers 4, erklär mal. Flex, traust du dich? Hallo, traust du dich, Mimüschen? Erklär mal die Sure, komm. Traust du dich oder reden deine zwei Mimüschen für dich? Reden deine zwei Hampelmänner für dich oder redest du, Flex? Hast du Eier, ja oder nein? Ich hab gesagt, ja, rede einfach. Flex, sie melden sich die ganze Zeit dazwischen, mach auf. Ich will den so fix und fertig machen. Seht ihr, wie sie alle Angst haben? Seht ihr, 200, 300 Leute, seht ihr, wie er sich einscheißt, dieser Flex? Flex, traust du dich oder nein? Was für ein Clown. Flex, traust du dich, ja oder nein? Zum 20. Mal, was ist... Wir holen Abdio. Digga, mach deine Ampelmann raus, trau dich. Hamdi ist ein richtig guter Mann. Er schickt mich runter, bevor ich meine Argumentation zu Ende gemacht habe. Ein richtig guter Mann ist das. Okay. 1. Korinther 6, Vers 9 steht, wer beleidigt, kommt in die Hölle. 65, Sure 65, jetzt erklärt mir diesen Vers. Okay, okay, Flex, Flex, traust du dich, ja oder nein? Hamdi, komm, wir gehen raus. Darf ich was sagen? Schönen Abend, beruhigt euch. Okay, beruhigt euch bitte. Beruhigt euch. Hamdi, so, meine Flex, Meinung. Du hast so gespuckt, ja, Bruder, Moment, du hast so große Tonne gespuckt, jetzt war der Joker oben. Du bist bei einer Debattiere mit ihm, einfach. Face to face, warum hast du Angst, Flex? Warum hast du Angst? Du brauchst du denn nicht auch. Hä? Ich bin doch Hamdi, da, ich renn doch gar nicht weg. Okay, dann ich gehe weg, die andere auch weg, Aram und die andere. Hamdi, und debattiere Joker. Jetzt habe ich den Joker am Arsch. Der kommt mir nicht so leicht weg. Schön rede mit Joker. Jesus sagt, da darfst du nicht. Da darfst du beleidigen. Das ist Flex. Hamdi, warte kurz. Du hast mich rausgefordert für eine Debatte. Warte mal kurz. Ich debattiere bekannte Leute. Ich debattiere nicht unbekannte. Hamdi, du hast mich rausgefordert für eine Debatte. Ich debattiere bekannte Leute, nicht kleine Kinder. Du hast mich rausgefordert für eine Debatte. Hör mal, ich rede nicht mit dir. Du bist nicht mein Niveau. Du bist kein Kind. Hör mal, debattiere Jokerflex. Du bist nicht mein Niveau. Du bist nicht mein Niveau. Okay, erklär mir, ich frage dir eine simple Frage. Was bedeutet High Christology? Jetzt kommt er gleich wieder mit Was bedeutet? Sorry, nach Hause mit dir. Flex, debattiere Joker. Hast du ihn gut gelehrt? Flex, traust du dich jetzt, ja oder nein? Ich hab doch gesagt, rede, let's go. Flex. Islam-Content. Bruder hat Angst. Dann nicht spucken, Tonne, Tonne große, Flex, okay? Und deine Bibel sagt, du nicht sagen, warum bist du schwarz? Du bist schwarz, alles ist Strafe von deinem Gott. Steht in deiner Bibel, du Idiot. Ja, aber nicht wie in Islam. In deiner Bibel, du bist schwarz, alles ist Strafe. In deinem Islam nicht, du bist schwarz wie Jan. Verstehst du? Hallo, wir sagen hier ganz klar, nein. Wir sagen hier ganz klar Nein zu Rassismus. Hallo, hier wird kein Rassismus unterstützt. Sei ruhig, Alter, du bist voll der Rassist, Alter. Was gehst du gegen seine Hautfarbe? Du bist mit dir los. Wenn ihr Männer seid, seid das und debattiere, ihr Männer. Wenn ihr Männer seid, halt deinen Mund, Alter. Halt deinen Mund, du Rassist. Was gehst du gegen seine Hautfarbe, du Rassist? Dein Bibel ist Rassist, du Idiot. Haben wir zwei Clown. Ein Clown, zwei Clown. Ein Clown. Flex, debattiere Joker jetzt. Lass die Clown reden. Debattiere Joker. Schmeiß mich raus. Wer bist du, dass du ihm Befehle gibst? Flex, bist du ein Clown? Wer bist du, dass du mit mir reden? Ich erlaube dir nicht, dass du mit mir redest. Red nicht mit mir. Flex, bist du ein Mann, debattiere den Bruder Joker fertig. Bist du ein Mann? Flex, gib mir mal Komod, Bruder. Gib mir mal Komod kurz. Bist du ein Mann oder nicht? Joker ein Clown ist. Flex, bist du ein Hamdi, Mann oder Hamdi nicht? Hamdi ist der Lehrer von diesem Clown. Flex, bist du ein Mann? Bla, bla, bla. Flex, debattiere ihn. Du hast so große Tonne gespuckt. Debattiere ihn. Ich will eine Debatte. Flex, du hast so eine Debatte. Flex, mach das ganz einfach, mein Lieber.
Erst lernst du Anstand Flex, und Respekt und dann kannst du wieder Angst? Hier hoch, vorher nicht. Und Joker, für dich gilt okay, das Gleiche. Ciao. Ja, du redest Angst, hier anständig, ciao. Ansonsten raus mit dir, du Clown. Du und deine Gummibärchenband. Wer mit dir, du Clown? Lern dich nicht, Sir. Ihr fünf Leute, du Clown. Ihr kleinen Clowns, was ihr seid. So, wenn ihr hoch wollt, dann benimmt euch. Rassismus wird hier definitiv nicht unterstützt, ja? Ihr scheiß Rassisten, was ihr seid. Schämt euch was. Hey, ehrlich, warum schmeißt du mir das? Ich hab dich runtergeschmissen. Ich hab dich runtergeschmissen. Okay. Red mit Anstand und Respekt, sonst fliegst du wieder. Warte mal bitte. Red anständig und ruhig. Ja, alles gut, alles gut. Warum ist das verrückt? Die will debattieren. Ich spuck Tonne. Wenn ich hier bin, zittert alle. Dann lass mich auf Ende verdammt. Alter, sei ruhig, du kannst doch viel sagen. Warum habt ihr Angst? Du redest was von Debatte. Warum hast du Angst? Warum? Ich debattiere deine Güte, nicht dich. Ich debattiere deine Güte. Okay, ich sag dir warum, okay? Warum hast du Angst? Ich sag dir warum. Vor dem Hadith. Ja, ich sag dir warum. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Die Jens zu dir kommen. Lass mich ausreden. Ja, lass mich ausreden. Hast du Angst, dass die Jens zu dir kommen oder was? Also, ich sag dir warum, nehme ich dich debattieren. Nein, ich bin doch so alt. Warum nehme ich nicht das? Nimm meine Debatte an. Nimm doch meine Debatte an, du Löwe. Also, ich nehme nicht die Debatte, sag dir warum. Also ganz kurz, ich nehme nicht die Debatte, weil du Angst hast. Du hast einfach Angst. Ganz kurz, okay, dann lass mich ausreden, wenn ich Angst habe. Ganz kurz, alle leise. Nachgedacht, haben die alle leise. Leise, haben die Sekt in Quellen bringt. Also, hör mal. Ich debattiere dich, wenn du eine Thema. Lass mich ausreden, ich spuck nur großer Ton. Aram, lass mich ausreden, Warte. Aram, lass mich ausreden jetzt. Alle ruhig. Jetzt ganz ruhig. Lass mich ausreden jetzt. Passt auf. Der Panischer stellt kleine Kinderschwester. Er scheißt in eure Hose. In dein Gesicht scheißen wir. In dein Gesicht. Mitten in dein Gesicht werden wir scheißen. Guck mal, Hamdi. Warte ganz kurz, Adam. Bitte ganz kurz. Hamdi, wenn du doch so ein Löwe bist, nimm meine Debatte an. Ich möchte mit dir darüber reden, wie dein Prophet geritten worden ist von Jins. Ich möchte das gerne klarstellen. Ja? Das ist mein Thema. Und du hast ein Löwe. Du hast gesagt, du bist ein Löwe. Dann nimm meine Debatte an. Wir warten doch schon seit Monaten. Du rennst immer wieder weg. Ja. Wenn du doch so ein harter Typ bist, nimm diese Debatte an. Yalla, Debatten-TV wartet nur darauf. Auf YouTube professionell und zwar mit Respekt und Anstand. Ich möchte mit dir dieses Thema debattieren, du Feigling, du. Bevor du ihn hochlässt, lass mich auch kurz ein, zwei Worte verlieren. Hamdi, Leute, lass mich mal was sagen. Flex, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, ich brauche nicht so lange. Gleich. Hamdi, da du jetzt gerade hier unten. Warte, ich brauche nicht so lange. Da du jetzt gerade hier zuhörst, Hamdi. Du bist hier hochgekommen, nicht in seinen Stream, hast mich sensationell zu einer Debatte herausgefordert. Jetzt verlangst du Respekt für deinen Clown, dass er wie ein Mann hier Mann zu Mann debattiert, hast mich in eine Debatte reingelockt mit 6 Muslimen und jetzt kommst du und hast die Ansprüche und dann hast du mich rausgekickt, bevor ich meine Argumente bringen konnte. Und du bist ein Löwe? Lass mich ausreden jetzt! Du bist ein Clown, wenn ich... Lass mich kurz was dazu sagen. Du kannst immer meine Zehennägel debattieren, Junge. Der Joker kam ja hoch. Ja, ist ja alles okay. Er ist ja Mann genug gewesen. Er ist hochgekommen und hat gesagt, hey, hör mal zu, 1 gegen 1. Dann habe ich ihn angeboten, hey, ist doch gar kein Problem. Die Jungs werden auf keinen Fall reden. Ich stumm sie alle. Yalla, wir haben Islam-Content. Yalla, leg los. Keiner rennt weg. Wir haben gesagt, rede. Das ist doch gar kein Problem. Du darfst reden. Wir haben Islam-Content, wenn du darauf eine Antwort hast, dann springen wir gerne zur Bibel, kein Problem. Aber ich wollte eine Sache ansprechen, ja, und dann könnten wir natürlich auch die Bibel, können wir auch über die Bibel sprechen, ist gar kein Problem. Aber dann zu sagen, ich renn weg, Kerle, ich bin immer noch hier, ich lasse dich jederzeit wieder hoch. Aber du kannst die Jungs hier oben nicht einfach beleidigen. Ja, und zum Beispiel Dr. Sheikh ist auch genau mit 6 Leuten, wie gesagt, hochgegangen und hat geredet, ja. Und am Ende, was ist passiert? Was haben die mit dir gemacht, Bruder? Sie haben dich gekickt, richtig?
Dr. Schiff. Natürlich, natürlich kriegen die den. Was anderes können die nicht. Er ist ein Löwe. Bruder, er ist hochgekommen. Er hat mich mit seiner netten, süßen Stimme hat er mich zu einer Debatte. Er sagt so, ich mache extra einen Stream auf. Komm rein, 1 gegen 1. Dann komme ich hoch, warten 6 Muslime auf mich und ganze Zeit quatschen die rein. Die ganze Zeit quatschen die rein. Und dann rennt er seit einem Monat auf Debatte reden. Weg. Leute, lasst mal Babylon. Dann gehe ich runter. Dann gehe ich runter. Ich möchte nur was klarstellen. Where is Hamdi? Where is Hamdi? Wartet kurz. Wait, ganz speak, kurz. Speak. Wait. Your daddy is here. Jungs, wartet ganz kurz. Yeah. Oh, Hamdi! Your daddy, Babylon, I'm here. Hamdi, wait. Hussein, wait. Nachgedacht, wait. I say two words and I go out. Also, an diese ganze Gummibärenbande, ihr flüchtet seit Wochen von uns, ihr schneidet irgendwelche Clips zusammen, die nicht mal einen Sinn ergeben. Wenn ihr so wahrhaftig seid, wieso kommt ihr nicht in unsere Streams und wir reden miteinander? Ihr kommt rein, beleidigt die Jungs, ihr kommt in einen islamischen Content-Stream und redet über die Bibel. Wenn du so gern über die Bibel reden möchtest, genauso wie Flex sagt, er sagt, beantworte meine Frage zum Islam, dann gehen wir gerne auf die Bibel. Das ist doch kein Problem, Flex, da hast du 100% recht. Aber sobald sie keine Antwort auf unsere Fragen haben, sie wollen nur über die Bibel reden. Weil sie ihren Glauben nicht verteidigen können. Alhamdulillah, Jesus, Yeshua, El-Messi, wir glauben an den wahrhaftigen, lebendigen Gott. Ihr glaubt nicht an Gott. Yeshua, El-Messi. Amen. Amen, Bruder. Amen. Ungläubige. Und jeder von euch kann doch bei uns reinkommen und wir reden miteinander. Und ich gebe euch mein Wort. Wieso kommt denn niemand? Ich möchte wissen, wieso kommt denn niemand? Schneidet keine Clips zusammen. Das war's von mir. Gottes Segen an alle. Gottes Segen, Bruder. Ja, Gottes Segen. Babylon. What's up, Habibi? Khoni, befall mit Illy. Ja. Ich würde machen mit Hamdi. Kehle. Sallim, Kehle. Da war es in Achla, mach cool mit Punisha und Aram. Where is Hamdi? I was in different life. They told me Hamdi was here. Yeah. My Sharmuta Hamdi. Sharmuta Hamdi was here, said. Mach mich mal kurz groß. Give me the big screen. I came here to do Mut'a. Where is Hamdi? Next, give me the big screen. Yeah, Chocolate. Babylon, brother. What do you think about this? What do you think about this, brother? Give me a second. Let me put my light a little bit higher. حدثنا عارم معقان قال حدثنا معتم قال إني حدثتم أبو تيمية عن عمر لعله get the phone closer please you're on an angle so it's better أن يكون قد قال البكالي يحدثه عجم وعن عبد الله سعود whatever his name is مسعود okay Jump to the right. قال عمر وأن عبد الله قد استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل. قال You're too slow, brother. Go fast. Left. فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا وكذا. فغطى لي غطى قال لي كن بين ظهري بين ظهري اوكي Okay. Go to the right. هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت ملكت قد فكنت فيها قد قال فمضى رسول الله was Muhammad like pooping or something? What's going on here? رسول الله صلى الله عليه وسلم Muhammad is a jahil. I think in this hadith I can send you this I can send you this on Telegram bro. I think this is the one what I have yesterday searching. The jinns is riding on Muhammad. Where is that? Oh, the Qawm al-Zut? Qawm al-Zut, Habibi. Oh. It's the reference. All night long? It's the reference. Hamdi, come to me. I will debate you. Yeah. This is the Qawm al-Zut. I have my friend here, his name is Ayman. He's a Shia. Bring him up, Flex.
Yeah, I have a name. Hey, man. Where is the Muta boy? No, Hamdi ran away. I think they told him that I was coming. You know, I took a shower and I was coming to do Muta, but he ran away. Oh, my God. Like his prophet. Yeah. Okay. Hamdi, let me see. I think he's here. He's listening to us. He's here. He can't. He always listen. He will come up like 10 seconds and say something and run away. 10 seconds up and run away. That's Hamdi. Yeah. Guys, I want to say something very, very quick. We had a lot of fun here. And I just want to... Babylon, why are you always coming so late? Because I need to take a little break because I'm online for like over 5 hours and I need to take a break now for a little bit. My brother, people like invite me here and there, so I gotta go. We had a Sudani somewhere, and I showed him that Muhammad knew how to read and write. And that guy is saying, no, Muhammad is a jahil, doesn't know how to read and write. I showed him from Sahih Bukhari, Muhammad is going to write. Even Ayman came and read it. And the Sudani is like, no, and run away. Yeah. I mean, brother. Leute, das war ein witziger Stream heute. Oh mein Gott, ey. Leute, das war einfach nur... Das war einfach Sheikh, nur... Bruder. Sheikh, ich hab dir den auf Telegram geschickt. Yeah. Jetzt hast du den auch. Was meinst du, Bruder? Ich hab dir den gerade geschickt, was wir gerade aufgemacht haben. In welchem Land? Ich hab dir gerade auf... Das ist da, wo die Jinns ihn geritten haben, Bruder. Bruder, ich hab den Hadith schon vor einem Jahr gezeigt. Ja. Ich such den, Leute, ich hab den ganz gesucht kurz, gestern, vorgestern. Ganz kurz, Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause, meine Brüder und Geschwister. Und wie gesagt, das war einfach nur witzig, Mann. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil das einfach ein Chaos war. Wie so Trojaner hier, ey, ohne Spaß. Lass mich ausreden! Ja. Flex. Ja, Bruder. Sagen, du bist ein Verräter. Warum hast du mir nicht den vollen Mod gegeben? Ich würde so gerne diese. Nein! Irgendwie komm ich nicht klar damit. Warte, ich geb dir Mod. Ich hab dir doch Mod. Babylon, Brother, I have sent you my Telegram or sent me your Telegram on PN. So we Flex. Can. Okay, komisch. Eigentlich hast du Mod, aber okay, ja. Weißt du, was die mit mir gemacht haben, wo ich bei denen war? Ja, Bruder, jetzt mach dir keine Sorge, du wirst deine Revanche wieder haben. Ich werde ihn hierher bringen und dann hole ich Babylon. Is Hamdi the same gum you had the bed with them before? No, that was Anas. That was Anas. Hamdi, Anas two times, and two times, even second time, his imam came up to defend him. And we cooked him anyway, him and his imam. They were a joke, both, anyway. And Hamdi, he's a runner. What he did, he pissed me off from day one. He showed a picture of Virgin Mary, and she had her breast out on both sides, and two men were breastfeeding her. Guys, that was Hamdi. Guys, from that day, I'm going to take a little break now. I'm going to take a little break, and we're going to speak later because I'm live for way too long. I need to take a break. I need to eat something. I need to chill with Whitey and so. Okay, brother. Babylon, are you going to be there in the next couple of 6-7 hours? Yeah, I'll be driving though, but okay, I'll be here if you need something. All right. Hamdi, I'm here for you. Take a shower. I need to do muta a little bit, please. Punisher, muta. Punisher, wann bist du da, Bruder? Wann bist du wieder da? Ich mache auch in so eine Stunde, one hour, one and a half hour, I will open a live. Okay. Ich gehe jetzt, guck mal, I go to Hamdi, ich gehe den jetzt erstmal provozieren, ja? Yeah. A little provocation for Hamdi, und dann kommt er zu mir in den Live und dann haben wir den. Okay, alles klar, so machen wir das. By the way, I am Shia Muslim, I'm not Sunni Muslim, I am Shia Muslim. Habibi. There is a huge difference between Sunni and Shia. Yeah. Habibi. Aram, bist du noch da? Ja. Du hast deine Revanche bekommen, du hast ihn ja mal ordentlich beleidigt, ey. Das war ja noch gar nichts, du. Ich würde ihm so gerne die Fresse polieren, ganz ehrlich, nach dieser Aktion damals. Das hast du aber gut gemacht, wegen dir habe ich eine Meldung bekommen.
Ich habe auch eine bekommen. Ja, also komm, jetzt machen wir mal eine Pause, sonst wären wir noch gesperrt hier. Also, okay. Leute, Pass. Liebe geht raus. Das war so ein geiler Stream. Nachher geht's weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Hi, die Mutter.